hast du gehört? Mahlzeit und Glück auf, ihr Guten. Diesmal guck, wer wieder da ist. Endlich wurde auch Zeit nach langer Pause. Francesco. Buonasera an alle Community und YouTube-Fans, Schalke-Fans, an alle euch. Bin wieder da, Gott sei Dank. War hart, aber wieder da. Wie geht's euch erstmal allen? Ich hoffe, euch geht's gut. Dir, Andreas, wie geht's dir? Mir geht's super. Okay, super. Hört sich ja richtig. Ich habe gerade 4-5 Riesenbrocken Schokolade gegessen. Mir geht's super. Aha, Schokolade. Na sicher, Schokolade. Warum? Schokolade ist gut. Wieso? Schokolade. Ja, wieso nicht Schokolade? Alter, Schokolade ist ja... Pizza essen können. Bitte, Pizza? Ich hatte gestern Lasagne und zwar... Hier, ja, Moment, bevor wir Hallo sagen. Aldi, 4,5 Personen. Ha, das ist... Also das habe ich innerhalb von 10 Minuten aufgegessen. 4,5 Personen sollen davon essen. Wer denn bitte? Zwergpygmäen oder was? Aber naja. Erstmal Grüße an den Chat. Grüße und schön, dass ihr alle da seid. Speedy, Micha, Manni, Moflash, Tele, Hackbraten, Lothar, Skeeter, Jens. Schön, dass der auch da ist. Ja. Mahlzeit an alle. Buonasera tutti. Buonasera tutti heißt guten Abend an alle. Achso, ich dachte, das heißt Hallo Brust. Nein, nicht Tutti Flutti. Kennst du noch Tutti Flutti? Ting, ting. Ding, ding. Ja. Erdbeer. Erdbeer und die Pfirsich war auch ganz... Ich kann mich an die gar nicht mehr erinnern, an die Leute. Da war doch, das hat sich in meine Netzhaut gebracht. Waren nicht die beiden Reporter da, die Kommentator Hallervorden und wie hieß die andere? Nein, nicht Hallervorden. Der hätte sowas nicht gemacht, glaube ich. Wie hießen die? Boah. Ja. Wie heißt der nochmal, der Typ? Du hast das auf der Zunge, ne? Ja. Hugo Egon Balders. Genau. Und wie ist nochmal die andere? Da war Heller von Sinn. Stimmt, danke, Speedy. Danke, Speedy. Ja, genau. Das war ja auch, das war auch ein Traumduo bei der Sendung. Ja, obwohl die von Sinn, die war schon hin und wieder mal ein bisschen anstrengend, finde ich. Aber naja, gut. Was willst du machen? Worum geht's hier auf dem Sender? Ach ja, genau. Tutti Frutti. Also, wer war euer Lieblingsmädel bei... Quatsch. Schalke. Hat ja auch was mit Liebe zu tun. Die ist noch größer als fast alles andere. Stimmt. Fast. Stimmt. Ja, was haben wir... dein Adidas sieht mega aus. Dankeschön. Fußball, ja, wissen. Sieht wirklich schicki. Das sieht richtig schick aus. Gut. Ja, ja, ja. Ich ja. Ja, ja. Ja. Ja, wir brauchen ungefähr 3.000 bis 4.000 Zuschauer für Schalke Dreisel. Denn dann bin ich mir sicher, schickt Adidas uns Sachen. Ja, dann können wir auch Werbung für Adidas machen. Genau. Fehlt nur die Blume. Kirschli hat angeblich neue Arbeit. Sagt der Ding, sag einmal wieder Schalke. Boah, das habe ich auch vermisst. Sag mal einmal für uns. Schalke. Sag mal, ich liebe das, wenn du das sagst. Ich liebe es, wenn du das sagst. Letztes Mal, wann war das? Vor ein paar Tagen hat mich einer gefragt, hat mich auf der Straße angesprochen, da er auch den YouTube-Kanal kennt. Der kennt dich auch, Andreas. Der guckt auch gerne. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Der hat mir seinen Namen gesagt, aber ich habe das voll Rainer vergessen. Winkler. Und der sagt, der guckt gerne Schalker Botschaft, Thiele, alles so hier, Real Nico. Und der kommt aber nicht aus Gelsenkirchen. Der war... Ich weiß nicht, von wo der kam, aber außerhalb. Der war hier seine Mutter besuchen. Der hat mich zufällig getroffen. Zufällig. Wenn du mich hier siehst, ich weiß nicht mehr, den Namen habe ich vergessen. Erstmal schöne Grüße nochmal. Und der sagt da zu mir, Francesco, wie kann man Schalke so lieben, Alter, wenn ich euch sehe, wie ihr Schalke liebt? Ich sag so, Schalke musst du leben. Ich sag so, das ist, das kann man nicht einfach so, pum, du bist Schalke-Fan, das geht nicht. Also, du leidest mit Schalke, du weinst mit Schalke, alles. Ich sehe das, sagt er so. Ich sehe ja, wie du dich aufregst. Das ist ja nicht geschauspielt. Ich sage so, ich kann nicht schauspielern.
Sonst wäre ich Schauspieler geworden bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. oder hier bei Köln 77, 80 da oder 66, 80. Sagst du, nein, das ist wirklich Leidenschaft. Emskirchen 15, 10. Du verstehst mich auch. Du liebst diesen Verein einfach. Egal, wir leiden ohne Ende, aber wir stehen immer zu uns. Egal, ob wir kritisieren den Verein, die Spieler, aber wir stehen immer hinter unserem Verein. Das kann man nicht beschreiben. Man muss das fühlen. Schalke ist wie das Dach einer Riesenfamilie. Und das ist eben, du gehst in die Nachbarschaft, du wächst damit auf, du siehst, wie erwachsene Männer, wenn du klein bist, wie die verzweifelt sind, weil ein Verein verlierst, dann verstehst du das noch nicht. Dann wächst du da langsam rein und du merkst einfach, deswegen ist mir Fußball und Vereinswesen in Deutschland so wichtig. Du merkst einfach, was für einen Einfluss das auf die Gesellschaft, auch sozial hat, was für einen Zusammenhalt das gibt. Und ist halt Schalke. Und dann ist er natürlich auch ein Verein mit einer wahnsinnigen Tradition. Die ganzen Geschichten dahinter, die Zechen, Zecheraufschalter, Konsolidation und dann die Zecken und dann die Rivalität. Und selbst, man muss sich ja vorstellen, dass selbst die Gruben, die hatten Kapellen, die hatten Bergmannsköre, Bergmannskapellen, die waren stolz, die waren wirklich stolz auf das, was sie da tun. Und natürlich wurde denen das auch eingebläut von den Oberen, denn wer würde so eine Arbeit sonst machen? Das war eine der härtesten Arbeiten, die man sich vorstellen kann. Und das hat unwahrscheinlich zusammengeschweißt. Speziell, ob du Türkisch sprichst, Italienisch sprichst, Deutsch sprichst, Polnisch sprichst. Es ist komplett egal. Es ist komplett egal, welchen Gott du hast. Das Schalke, das eine Ding, das hält dich zusammen. Und das ist wahnsinnig wichtig. Das stimmt. Hier hat einer geschrieben, man atmet Schalke. Das ist geil. Man atmet Schalke. Ja. Sketti Valentina, Francesco, was war letztens mit deiner Oma? Ja, nur zur Info, die Oma ist leider von uns gegangen letzte Woche, deswegen war ich auch nicht mehr im Live und habe auch keine Videos gedreht, habe dann erst Videos gedreht, wo ich das Erlaubnis gekriegt habe von meiner Frau nach dem Spiel gegen Schalke Mainz. Da habe ich nur die beiden, dann plus hier Bayern noch, aber so live selbst, auf mein Kanal bin ich nicht live gegangen. Erst nächste Woche Montag bin ich wieder live auf meinem Kanal und habe wirklich gestern erst den Andreas geschrieben, dass ich wieder auch hier beim Schalke 3 live dabei bin, weil ich fühle mich jetzt wieder danach und Fußball ist die beste Ablenkung überhaupt. Ist die beste Ablenkung überhaupt. Dankeschön, Leute, Dankeschön. Ich sage schon mal jetzt schon Dankeschön wegen Beileid. Ich muss mal eben den Chat auspoppen und hier oben hin machen. Auspoppen. Was meinst du? Auspoppen. Poppen. Hey, Kollege, poppen. Ja. John Lowe. Schalke war ja die Spiele, hast du die Spiele gesehen, ne, Andreas? Die letzten beiden Spiele von unserem Blauen? Ja, und ich war nicht mal sauer, dass wir gegen Bayern verloren haben. Es wäre schön gewesen und es wäre auch möglich gewesen, aber wir sind noch nicht da. Aber es wäre möglich gewesen, eventuell auch unentschieden zu spielen. Oder auch, komm, hätte Bayern gewollt und hätten wir aufgemacht, dann hätten wir auch richtig Sengel kriegen können. Hätte, Fahrradkette. Sie haben sich gut präsentiert, finde ich. Ich sag so, ne? Gegen Mainz, richtig geiler Fight. Richtig geiler Fight. Hätten auf jeden Fall gegen Mainz, hätten wir schon eher entscheiden müssen, aber wir kennen ja Schalke, die mussten das ja immer so spannend machen, dass unser Blut, unser Puls auf 180 geht, weil das wäre ja langweilig, das ist ja langweilig, das ist ja typisch Schalke. Und gegen Bayern bin ich ehrlich, mit ein bisschen mehr Glück hätte sie vielleicht einen Punkt holen können, weil ich habe mich bei den Gegentoren so dermaßen geärgert, weil das sind wieder Gegentore gefallen, wo du als Spieler nicht geschaltet hast. Und das hat auch der Reis in der Pressekonferenz nach dem Bayern-Spiel auch gesagt. Und deswegen, das ärgert mich. Wir hätten einen Punkt vielleicht, ich sage es noch immer, holen können mit ein bisschen Glück. Du machst das Tor irgendwie vorne und dann noch das Glück hinten, hättest du machen können, weil die Bayern waren diesmal nicht so stark, wie wir die kennen. Aber wenn ich dann wieder viele höre, ja, hätten die den Gang hochgeschaltet, dann hätten wir 5, 6,
7 Stück, das kann ich nicht hören. Das kann ich absolut nur nicht hören. Nur wenn Schalke aufgemacht hätte, dann hätte Bayern. Aber Schalke hat nicht. Schalke hat hinten gut gestanden. Bayern wollte auch ganz bestimmt, die wollen immer gewinnen. Das sind Bayern. Die wollen immer gewinnen und die wollen richtig zeigen, was los ist. Schalke hat einfach hinten sehr gut gestanden und dann, also das eine Tor, okay. Das ist natürlich für Bayern super gelaufen. Hacke, Spitze, 1, 2, 3, bumm, drin, das Ding. Und das zweite Tor ist einfach, das hat fast schon ausgesehen, als hättest du ein Rennen gemacht, eine 50er gegen 80er, weißt du, RD gegen DT früher. So, nee. Das ging so schnell. Ja, gut. Ja, gut. Aber hier, Fußballwissen sagt auch, Schalke war klar verbessert in der Defensive, stimmt. In der Defensive, muss ich sagen, haben wir uns wirklich verbessert. Hier, Matriciani mit Yoshida in der Abwehr. Matriciani, was haben wir auf den immer gemeckert auf der rechten Seite, ne? Ich tue mich auch dabei, ne? Was haben wir auf den Jungen draufgehauen? Und in der Innenverteidigung, das ist ja eigentlich seine Position, Innenverteidiger, das hat er auch in der Regionalliga gespielt, mit Yoshida haben die es wirklich teilweise gut gemacht, auch gegen die Bayern-Offensive. Haben sie es wirklich teilweise richtig gut hingekriegt. Muss man auch einmal loben, auch gegen Mainz 05. Gegen Mainz 05 hat Mainz fast kaum eine Torchance gehabt, sag ich mal, oder? Oder hast du da eine riesen Torchance gegen Mainz gesehen? Ich habe keine. Warte. Ich sehe schon, den Matriciani. So. Der sieht aus wie der junge Mario Basler von früher. Mist, ich wollte das doch besser machen. Oh, bin ich doof. Boah, bin ich doof. So. Ich hatte doch extra, habe ich mir den ausgeschnitten. Meine Frau immer, was machst du denn da? Dann sitze ich da mit dem iPad und schneide die Spiele aus beim Fernsehgucken, damit wir die einblenden können. Da ist er, der Kesti. So, jetzt habe ich's. So ist hier, der Lohne sagt das auch. Die Bayern haben mit dieser Gegenwehr nicht gerechnet. Die dachten, die nehmen uns im Vorbeigehen auseinander. Wenn Terode vorne an das eine Ding drankommt, dann klingelt es. Oder Bülter. Ja, das sind ja diese Sachen, ich hatte in einem Video, nach dem Spiel, habe ich ja geschrieben, scheiße, ich ärgere mich so sehr, wir hätten einen Punkt vielleicht mitnehmen können. Vielleicht, ich habe das auch erklärt. Da war einer, der mit mir diskutiert hat, aber auf eine coole Art, muss ich sagen, wir haben schön geschrieben, diskutiert. Ne? Das war wirklich eine gute Diskussion und um versucht zu erklären, pass auf, Bayern hat nicht Gänge zurückgeschaltet, nach dem 2-0 hat Bayern zurückgeschaltet, aber nicht vorher. Man hätte ein Tor machen können, Bülter, Terode, wenn ich denke, aber ja. Das ist es ja, du musst ja gegen Bayern erstmal treffen, dann musst du auch hinten dieses Glück haben und dann musst du auch hinten einen Torwart haben, der alles hält. Nur so kannst du die Bayern dann schlagen. Das hat Augsburg, wo die 1-2 gewonnen haben, da hat er, wie heißt der Torwart, Matschewitsch oder wie der heißt, der hat ja überragend gehalten gegen Bayern, überragend, so haben sie auch den Sieg errungen gegen Bayern, nur so kannst du gegen Bayern gewinnen. Wir wissen, Bayern ist schwer, aber ey, ich war stolz, die Jungs haben sich super präsentiert, haben super dagegen gehalten, wir waren Letzter, wir hatten immer verloren und jeder hat gedacht, Bayern gibt uns 10 Stück, oder 7 oder 8. Sogar meine Kinder haben gesagt, 6-0 für Bayern. Der eine sagt 7-0. Ich hab noch gesagt, 1-1 mit Glück. Also, ja. Also ich war auch begeistert. Man kann auch sehen, hast du gesehen, wie der Kral, auch gerade vom Kral kam, 2-3 Mal der Versuch, diese spitzen Pässe nach vorne zu spielen. Manchmal war es dann zu eng. Das war klar, das ging nicht. Aber irgendwann werden die Dinger, also die kamen ja doch ein, zwei Mal, ich glaube 2 von 3 kamen durch und da kannst du auch richtig was draus bauen und das wird halt besser, das wird immer besser, da arbeiten die dran und das ist glaube ich auch dem Reis geschuldet, weil der nicht nur sagt, Mauern, der sagt auch, wir müssen auch gefährlich sein, denn wenn du keine Tore schießt, kriegst du nicht genug Punkte. Wie hat er gesagt in der Pressekonferenz, wenn du die Buchse voll hast, dann hast du keine Chance. Der hat in der Presse durch Mark die Reis. Ja. Der hat keine Angst. Der sagt, du darfst die Buchse gegen Bayern nicht voll haben. Und das finde ich geil. Er sagt, und er spricht auch die Fehler an. Der hat ja nach dem Spiel gegen Bayern, hat er die Fehler angesprochen beim 1-0. Sagte, beim 1-0 haben wir gepennt. Mhm. Beim Pass von Gnabry, keiner geht mit Gnabry mit. Bumm,
steht es 1-0. Da müssen wir wach sein, schon den Pass, was Gnabry spielt, und dann geht der Gnabry direkt ins Doppelpass. Da müssen wir schalten, direkt schalten, ey, den Doppelpass verhindern, zudecken, dann macht er das 1-0 nicht. Und das finde ich gut bei Reis. Er spricht das eindeutig an, sagt das, wo die Fehler liegen und fertig, und macht das nicht so, wie die Folgetrainer, redet das schön. Nochmal auch Hallo an Basti natürlich, habe ich noch gar nicht gesagt. Und Samurai! Samurai, hallo. Hallo Samurai. Und nochmal Dankeschön für euer Beileid. Trotzdem nochmal vielen, vielen Dank. Ja, wie hat uns denn überhaupt auch er hier nochmal einblenden, hier der Matriciani. Der wird auch, vielleicht, ich will hoffen, dass es nicht nur eine kurze Phase ist. Leider ist ja jetzt erstmal lange Pause, aber das Schöne ist, wir haben ja noch die ganze Rückrunde plus zwei mit Frankfurt und den Dosen. Weiß ich nicht. Ist es gut, dass wir jetzt so eine lange Pause haben oder eher nicht so? Ich sag mal ja. Weil ich sehe das jetzt von meiner Sicht, ist meiner Sicht. Weil hättest du jetzt auf Frankfurt getroffen und direkt auf Leipzig, die jetzt noch gerade einen Lauf haben, ich weiß nicht, ob du da dann Siege eingefahren hättest, und dann siehst du, unsere Konkurrenz, die gewinnen ja auch, die über uns stehen. Ist besser jetzt die Pause. Ich find, die Pause kommt genau zum richtigen Moment. So kann jetzt der Reis, weil von unseren Spielern, die zur WM fahren, ist ja nur einer. Das ist der Yoshida. Ansonsten sind ja alle Mann an Bord, außer jetzt spielt der Kraus und der Şalhanoğlu, glaube ich, für die U21. Das sind jetzt noch ein, zwei Spiele, aber nur so. Und dann sind sie auch in der Pause. Aber ansonsten sind sie ja mit der ganzen Mannschaft, sind die am Trainieren, außer ihre Schule. Wie gesagt, da können die sich richtig gut einspielen, kann der Reis die richtig auf deren Spiel vorbereiten, finde ich. Die Pause kommt im richtigen Moment, weil danach haben wir das erste Spiel in Frankfurt und danach zu Hause gegen Leipzig, direkt dienstags, glaube ich, ist das. Und viele sagen dann, ach, die sagen schon jetzt, du bist schon abgestiegen, weil in Frankfurt und in Leipzig gewinnst du nicht. Ich sage, das ist eine lange Pause, die zum ersten Mal so überhaupt stattfindet, eine Pause. Weil habe ich noch nie so eine Pause erlebt von November, Mitte November bis Mitte Januar. Mitte Januar fangen wir an. Erst müssen sich die Mannschaft darauf einstellen mit dieser langen Pause, die Weltmeisterschaft dazwischen, mitten in der Winterpause. So, da fangen alle wieder bei Null an. Für mich fangen alle wieder bei Null an. Und dann weißt du ja, das erste Spiel direkt nach der Winterpause, eine lange Winterpause, die es noch nie gab, sind wir alle bei Null. Da weiß keiner, wo der steht. Da kann mir nie einer sagen, hey, bei Frankfurt so einen Lauf hat, die nehmen den Lauf jetzt mit der Winterpause. Geht nicht. Wie willst du diesen Lauf mitnehmen, wenn du zwei Monate Pause hast? Du weißt nicht, wie die Spieler zurückkommen, ob die verletzt zurückkommen. Du weißt, wie das angeht. Deswegen sage ich, diese Pause kommt genau gut. Können wir uns alles neu einstellen mit dem Reis, mit seiner Philosophie. Und ich sage, dann fahren wir nach Frankfurt und holen uns die ersten drei Punkte. Ganz einfach. So rechne ich das. Ja, also dagegen hätte ich nichts. Aber einfach wird es nicht. Aber das ist immer so die Standardsprüche. Ne? Einfach, ja, natürlich wird es nicht einfach. Nein. Und Frankfurt ist jetzt nicht. Aber ich sehe uns jetzt nicht, also in den letzten beiden Spielen habe ich uns zumindest nicht als der typische Absteiger am Tabellenende gesehen. Also da ist ganz klar. Und ich glaube auch, wie gesagt, dass auch wenn Leute zurückkommen, gerade so wie Salazar, der auch nochmal sehr viel damit zu tun hat, dass so ein Spiel vernünftig und schnell aufgebaut werden kann. Und auch in der Abwehr, der Vandenberg, ne? Obwohl der, ja gut, ist immer so ätzend, wenn man weiß. Der wird, glaube ich, noch nicht fit, ne? Also ich hoffe mal, weiß ich nicht. Aber der ist ja auch nur für eine Saison ausgeliehen und geht dann hundertprozentig zurück, ne? Ich weiß nur, dass der Sepp Vandenberg und Salazar die ersten Spiele noch verpassen, weil die werden dabei sein, aber jetzt nicht das volle Programm. Die werden erstmal diese Reha machen. Das dauert, weil die hatten ja Mittelfußbruch und der eine hat mit dem Knöchel richtig schwer. Kaminski und Cissé sind auf jeden Fall wieder dabei. Die beiden Verletzten. Stimmt. Richtig, die haben wir ja auch noch. So. Und dann wissen wir ja noch nicht, was passiert auf dem Transfermarkt. Dann wissen wir ja auch noch nicht, was da passieren wird noch. Ne? Ja. Lone Wolf aber sagt, ich gebe nicht hier auf. Sagt drei Punkte gegen Frankfurt und einen gegen Leipzig. Ist möglich.
Also möglich, ja klar, möglich ist es. Ich sag mal, ich bin dir ehrlich, ne? Wer jetzt schon aufgibt und sagt, in Frankfurt holen wir nichts und gegen Leipzig haben wir keinen Sport, sorry, dann braucht ihr auch nicht Fußball gucken. Dann bitte schaltet den Fernseher nicht an, wenn Schalke spielt. Ja, dann schaut nicht Fernsehen, wenn ihr nicht dran glaubt. Ich habe noch die Hoffnung und ich glaube dran, weil der Reis da ein paar Schrauben gedreht hat, hätten wir den Reis, glaube ich, mal eher gehabt, wäre besser gewesen. Ne? Wenn man jetzt so überlegt, ne? Hätten wir den mal eher gehabt. Aber okay, die Hoffnung sind nur 5 Punkte bis zum rettenden Ufer. Bis zum 16. Platz sind das auch nur 5 Punkte. Und das sind nichts. 5 Punkte. Was ist 5 Punkte? Das geht ruckzuck. Das kann ruckzuck. Ah, da ist eine Hand. Was Samuel, jetzt haut er wieder ab. Ja, aber ich sag mal immer wirklich, was sind 5 Punkte? Das 5 Punkte sind gar nichts. Und wir wissen alle, wie schwer das sein wird in der Rückrunde, weil wir sind jetzt die Jäger, wir müssen jetzt jagen. Wie der Reis gesagt hat, wir sind die Jäger. Ja, ich weiß nicht, ich finde das eigentlich ganz geil. Also ich finde, das kann noch mal, auch noch ein bisschen extra Power geben, dieses Jagen. Oh, Lexi, hallo, huhu, Henk und Francesco, bin auch gerade live, wollte euch aber mal kurz Hallo sagen und euch Liebe da lassen. Danke, 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 Lexi, moin. Kennst du die, ne? Ja, natürlich. Was macht sie denn für eine Sendung? Alles Mögliche. Also da geht, manchmal wird gezockt, es ist auf Twitch, manchmal einfach nur, da hat sie, finde ich ziemlich geil, das ist so eine Bar, Stammtisch, ja, und dann hat sie, da ist so ein Bar-Hintergrund, da können aber dann durch die neue Funktion bei Twitch können dann mehrere Leute in den Stream mit Gesicht rein und das ist dann wie so ein Live-Talk, also das ist ein cooler Kanal. Achso, aber nur auf Twitch, nicht auf YouTube oder so. Ja, genau, gerade Reaktionen auf Dullis, sehr schön. schöne Grüße, Lexi, auch an deine Community, in dein Live. Es gibt Angsteinreder und Mutmacher. Der eine heißt Kramer, der andere Reis. Ja, manchmal, ich würde mir wünschen, dass jeder Trainer eine Hirnaufzeichnung hätte und wenn die den Verein verlassen, müssen die Sparte offenlegen. Ich würde mir so gerne denken, so, was hat der gedacht? Weißt du, warum hat der einige Spieler einfach nicht spielen lassen? Warum, was war da los? Ich verstehe, werde ich wahrscheinlich nie verstehen, aber... Ich sag mal so, jeder Trainer ist ja sowieso anders. Und bei Kramer, ich weiß es ja auch nicht, wie oft hab ich auch in meinen Videos immer verlangt, Molett muss spielen, der Karl muss spielen, der muss spielen und der hat ihn nicht spielen lassen. Und seine Ausreden waren ja, die müssen sich erstmal finden. Die müssen erstmal sich finden. Und dann hat man gemerkt, Kramer war voll die falscher Trainer auf Schalke, obwohl wir denen auch die Chance geben. Wir geben ja auf Schalke jeden Trainer die Chance. Ist so. Wir sind gut, mit dem Herzen sind wir gut. Wir geben auch den schlechtesten Trainer der Welt die Chance auf Schalke. Wir hatten ja die besten Trainer der Welt auf Schalke mit Christian Groß. Was da das die Grundidee war, da kann ich mir nur vorstellen, dass ich sag mal, hat der Assauer und der Hüb Stevens, haben die nicht mal irgendwann mit Groß gesprochen? Ja, so vor 10, 12, was weiß ich, Jahren. Lass uns den holen. Völlig außer Acht gelassen. Ja, der ist dann jetzt auch mal eben 10 Jahre älter. Aber naja, gut, was willst du machen? Ist halt passiert. Lohne, der schreibt, das ist endlich wieder der Francesco, wie ich ihn mag. Voller Zuversicht und Glaube an unser Team. So wie das muss. Pass auf, Lohne, das ist ja so. Bei Kramer weiß ja, wie ich da gedacht habe, wenn wir weiter so spielen. Unter Kramer sehe ich da kein rettende Ufer, aber ist so ein Trainerwechsel und du siehst schon wieder ganz anderes Auftreten von unserer Mannschaft, komplett ein anderes Auftreten. Wir spielen auch nach vorne, flüssig nach vorne. Wir kreieren auch Torchancen. Wenn ich an das Spiel gegen Mainz mich erinnere, ey, was für geile Torchancen wir uns da rausgespielt haben. Leider haben wir die nicht gemacht. Und gegen Bayern uns wirklich sehr gut aus der Affäre gezogen haben. Dann bei 5 Punkten Rückstand, ey, da denkst du, da bin ich der Allerletzte, der sagt, wir schaffen das nicht. Ey, erst recht packen wir das. Erst recht mit den geilen Zuschauern, was wir haben, packen wir. 5 Punkte ist gar nichts. 5 Punkte ist nichts.
Also eine Mannschaft so früh abzuschreiben, ist ja auch völlig Banane. Also ist ja, Andrea schreibt hier, wir holen maximal 15 Punkte in dieser Saison. Ja, Grüße nach Hertha, nach Berlin. Klar, ja, stimmt, hast recht, Andreas. Die Hertha holt nur 15 Punkte. Die letzten drei Spiele waren vor allem wesentlich schneller. Genau, man hat versucht, den schnellen Pass auch mal nach vorne zu spielen. Die kommen auch an, kommen öfter an, als sie es zuvor taten, sagen wir mal so. Aber es ist deutlich doch zu erkennen, dass auf der einen Seite die Abwehr definitiv stabiler wird, sei es durch Absprache oder einfach durch eingeüben kannst du da nicht viel. Aber wie gesagt, jetzt sabbel ich wieder irgendwelchen Quatsch. Aber ja, wird schneller, auf jeden Fall. Abi04 fragt, Glück auf, ihr zwei von Dreise. Glück auf, Fabi. Meine Frage an den Chat beziehungsweise euch. Hat sich eigentlich auch Schröder mal zu seiner Situation erklärt? Von ihm kam nicht gar nichts, oder? Nicht, dass ich wüsste, dass der Schröder sich dazu geäußert hat. Nein. Der wird sich jetzt ruhig verhalten, damit es nicht ganz so auffällig ist, wenn er mitten im Winter bei Leipzig unterschreibt. Ich glaube nicht. Ich kann es mir nicht vorstellen, vielleicht ist das wirklich persönlich, man weiß es nicht. Vielleicht trifft er ja den von Leipzig im Urlaub jetzt, Winterurlaub. Im Hotel. Aber wir haben nicht miteinander gesprochen. Wir haben uns da schon in Ruhe gelassen. Ja, ja, natürlich. Ich habe mir diese Pressekonferenz mir nochmal angeschaut, weil ich habe ja gar nicht gecheckt. Dann habe ich mir die Pressekonferenz nochmal angeschaut, weil im Chat haben die das ja alle nochmal geäußert, was der Knebel da gesagt hat. Das war wirklich... nicht gut. Nicht gut. Der kam absolut nicht gut. Das hätte er sich, glaube ich, ersparen können. Deswegen sitzt jetzt der Reis immer alleine da, weil der, bestimmt haben sie ihn gesagt, bei der Presse, bleib bitte weg, bevor du wieder Scheiße baust. Hier kommt der Knebel. Kann ich wieder mitmachen? Nee, geh du mal Bier holen. Bleib mal lieber da. Wie siehst du jetzt die Transferphase? Jetzt haben wir jetzt 2 Monate Pause, ne? Ich weiß ja auch schon, 2 Monate Pause, weiß gar nicht, was ich da machen soll, ne? In den 2 Monaten Pause. Bin ich ehrlich, weil. Siehst du, wenn du jetzt auch irgendwie PlayStation zocken würdest, könnten wir gegeneinander Schalke 1 gegen Schalke 2 im Stream spielen. Aber ansonsten weiß ich nicht. Gibt es was zu berichten vom Gelsenkirchener Weihnachtsmarkt vielleicht? Keine Ahnung. Ich berichte nur über Fußball. Wir haben ja ein paar Topspiele noch angehen. Wir haben Rapid Wien und Gütersloh. Paderborn, ne? Ich sag mal so, ich werde auf jeden Fall, wenn öffentliches Training ist und ich Zeit habe, gehe ich da mal hier hin, gucken, öffentliches Training, wenn die trainieren. Aber die fahren im Trainingslager, ne? So, was ich mitgekriegt habe, einmal nach Bottrop. Belek, ne? Nach Türkei. Belek, einmal nach Türkei und einmal Österreich auch, kann das sein? Ich weiß ja, aber vielleicht, weil die spielen ja gegen Rapid Wien. Also sind die da auf. Ich weiß ja nicht. Ich guck mal. Aber ich lasse mir schon was einfallen. Jetzt mal eine andere Frage. Genau, Andreas. Berichtest du die Spiele live von deiner deutschen Mannschaft am Weltmeisterschaft oder boykottierst du die? Ich berichte sie nicht live. Aber machst kein Live, ne? Nee. Nee. Ich habe auch keinen Bock, um 5 Uhr aufzustehen, ehrlich gesagt. Sag mal, die Uhrzeit ist scheiße. Oder um 4 sogar. Um 5 fangen ja schon die Spiele an. Um 4 Uhr morgens? Naja, die Spiele fangen dann um 5 an oder 4:30, 5 Uhr sowas. Warte, das erste Spiel von Deutschland ist Dienstag um 14 Uhr nachmittags hier in Deutschland. Ach so, ja gut, das ist dann nicht so spät. Wie spät wäre das dann bei dir? 6 Stunden vorher. Also 8 Uhr. Das ist jetzt nicht so schlimm. Aber die anderen Spiele, habe ich gesehen, sind früher. Nee. Später, 20 Uhr, deutsche Zeit. Ehrlich? Ja. Ja, nee, also nö, ich weiß nicht, sollte ich nicht. Das nehmen mir, glaube ich, Leute übel. Ich finde es ja auch kacke, dass das in Katar ist, aber WM ist WM, was willst du machen?
Ich gucke es aber auf einem bösen Sender. Also auf einem Sender, der... was heißt, nee, so böse sind die gar nicht. Die haben offizielles Business und da hier 6IP-TV. Da gucke ich mir alles an. Ja, mich haben sie auch gefragt. Ich habe sie gefragt, was ist mit dir? Boykottierst du die Weltmeisterschaft? Ich sage so, warum soll ich Fußball boykottieren? Ich finde es auch nicht gut, dass die Weltmeisterschaft in Katar stattfindet, aber da können wir Normalverbraucher sowieso nichts dafür. In vielen Ländern fand ich die Weltmeisterschaft nicht gut, wo man boykottieren hätte können. Nicht nur in Katar, auch in anderen Ländern hätte man boykottieren können. Und die brauchen jetzt nicht alle kommen. Eine Woche vom WM-Start und sagen, boykottieren, boykottieren. Ja, ich bin Fußballer, verrückter Fußballer. Ich schaue mir die Spiele an, aber ich schaue mir jetzt nicht die Spiele an, so, wo du eine Atmosphäre hast, wie eine Weltmeisterschaft hast. Du guckst die Spiele, weil ich bin Fußballverrückt. Ich sage das offen und ehrlich, ich bin Fußballverrückt. Ich schaue mir sogar Zweitliga-, Drittligaspiele an, sogar Regionalligaspiele schaue ich mir gerne an. Weil wenn kein Fußball läuft, ich gucke mir auch die Schaltamateure an. Wenn ich Zeit habe, gehe ich sogar hier ins Parkstadion. Weil ein bisschen Fußball muss laufen. Und wenn die Weltmeisterschaft läuft und ich hier bin und die Zeit habe, dann schaue ich mir ein paar Spiele an. Warum nicht? Ich bin Fußballer. Aber so, dass die jetzt mir so interessant sind, ich weiß, viele sagen, Italien ist da nicht dabei. Wenn Italien dabei wäre, hätte ich ja klar, würde ich alle italienische Spiele sehen. Ich gucke mir bei jeder Weltmeisterschaft die Spiele an. Aber ansonsten, so die macht mir keine Atmosphäre so. Wenn ich sehe, ne, diese Fans, was die machen gerade auf Werbung in Katar für Spanien-Fans, Portugal-Fans, Deutschland. Gar, hast du mal gesehen? Ich schaue mir die ja mal auf so TikTok, zeigen sie so die aus Katar. Dann denke ich mir, was sind das für Fans? Immer die gleichen Fans mit anderen Trikots. Dann denke ich mir, ja, die werden gekauft. Boah, Gott, hast du das mal gesehen? Die werden teilweise gekauft. Aber das ist halt, Katar ist schon mal, ja klar, kann man sagen, ja gut, man hat auch andere Länder schon mal hier und da, aber nirgendwo war es so offensichtlich, dass da so viel Geld, es macht keinen Sinn. Die bauen diese Stadien voll klimatisiert. Das sind Teile, das kann man sich nicht vorstellen. Ich will gar nicht davon, wie viele Menschen genau daran zugrunde gegangen sind, weiß man nicht. Deswegen lasse ich das jetzt mal aus. Das ist sowieso indiskutabel, alleine deswegen. Aber wenn man sich vorstellt, in einer Zeit, wo wir darüber nachdenken, hoch und die Natur und hier und da, da wird in einem Land, das so groß ist wie, ich weiß gar nicht, wie groß das ist, tiny, mini, werden diese Stadien gebaut, werden dann runtergekühlt und danach zu 90% werden die Dinger verfallen. Oder wieder abgetragen. Das ist so ein Schwachsinn, das kann man sich nicht vorstellen. Und dann gerade in Ländern, wo Fußball, also was bedeutet, Italien, Deutschland, England, wo man Fußball-Weltmeisterschaft guckt mit seinen Kumpels und Kumpelinnen und dabei grillt und eine geile Zeit hat. Na, genau, das ist ein super Beispiel für das, was die aus Fußball machen. Eine Clowns-Veranstaltung. It's gonna be the biggest and greatest show. Die Show kannst du dir in den Hintern schieben. Die sollen Fußball spielen da. Also. Hast du mal auf Netflix gesehen, diese Doku über die FIFA? Nee, soll ich? Schau dir das mal an und dann kannst du sehen, was das post. Skandale, ohne zu lügen, die FIFA ist sowas von korrupt, aber richtig korrupt. Aber von allergemeinst, ob die Afrika gekauft haben, die Weltmeisterschaft, Russland gekauft haben, Katar gekauft, richtig korrupt. Eigentlich müssten wir gar keine Weltmeisterschaft gucken. Eigentlich so korrupt sind diese Leute, die haben das da gesagt, wie Mafia. Aha, ja. Kannst du dir das vorstellen? Ich habe mir das alles angeschaut, ne? Die FIFA, da Korruption, FIFA-Korruption. Richtig krass, wirklich, wirklich. Das ist. Schaut euch das mal an auf die FIFA-Korruption da. Da kannst du mal sehen, wie korrupt der Fußball geworden ist und die nehmen uns dieses Herzstück immer mehr weg. Dass das überhaupt, sollen sie doch machen wie beim Eurovision Song Contest. Der gewinnt, bei dem wird beim nächsten Mal die WM ausgetragen. Fertig, da kannst du gar nichts mehr dran rütteln. Da gibt es nichts dran zu rütteln. Das wäre so einfach, aber es gibt viele Sachen, die wären einfach. Aber dann können wenige Ratten nicht mehr die dicke Kohle abziehen. Es wäre so einfach, weltweit zu sagen, ein Fußballverein muss ein Verein sein, muss vereinsgetragen sein, sonst kann er nicht an einer Liga teilnehmen. Man kann auch ganz einfach sagen, ein Fußballverein darf
gemessen am Brutto, das kann man ja dann berechnen, nur so und so viel Geld an seine Spieler. Das Team darf nur so viel kosten. Fertig. Überhaupt kein, wäre rein logisch, überhaupt kein Problem, das zu machen. Auch das Fußballspiele dürfen nicht in einem Pay-TV, auf einem Pay-TV. Entweder du gehst ins Stadion oder die lokalen Sender dürfen diese Spiele austragen. So sollte Fußball sein. Fußball ist etwas, was verbindet. Und das, was das jetzt macht, überleg dir mal, da gehst du mal lochen, sitzt im Ruhrpott, drei Kinder und dann sagen dir, ja, jetzt gibt man nochmal hier fürs Fernsehen. Hier, du willst alle Schalke-Spiele sehen? Ja, hier, 90 Euro oder was weiß ich was. Absolut unmöglich. Aber das ist sowieso ein Thema, da explodiere ich immer und dann höre ich auch nicht auf zu labern. Deswegen beiße ich mir jetzt auf die Zunge. Ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Stehe ich hinter dir, Andreas. Überleg dir mal, Francesco, überleg dir mal die halbe Bayern-Mannschaft. Überleg dir mal, da wo viele aufgewachsen sind, überleg dir mal, ob die wirklich bei Bayern spielen würden. Wer wäre denn in Deutschland der größte Verein, wenn Gagen, Fußballergehälter absolut gedeckelt werden, sodass sich jeder Erstliga-Verein oder jeder Verein auch leisten könnte, wen auch immer er wollte. Und die Leute können dann entscheiden. Mein Herz ist da, ich spiele da. Da würde man mal sehen, wo Traditionen sind und dadurch würde sowas auch richtig erhalten werden. Aber nö, geht ja nur noch, deswegen muss ja auch die Bild-Zeitung immer irgendeinen Rotz über Schalke schreiben. Schalke ist halt der gute Zeiten, schlechte Zeiten-Club. Bayern sind halt die, die immer gewinnen. Da geht es nur um Kohle. Bei Schalke ist ja der doofe Kumpel, der feuert seine Dulli Schalke an, weil er so dämlich ist. So werden wir doch hingestellt. Es ist einfach nur noch Show. Alles ist da nur noch Show. Und das geht mir sowas von auf den Sack. Aber was soll's? Ja, die nehmen uns das Herz immer mehr weg. So das halbe so mehr weg vom Fußball, weißt? Die Emotionen fehlen dann, dann kommt das dazu, dann wollen sie eine Show machen. In der Halbzeitpause brauche ich doch nicht eine Show, wenn da sich einer hinstellt und anfängt zu singen. Das interessiert mich doch nicht. In der Halbzeitpause wird da über das Spiel geredet. Hast du das gesehen? Der Scheiß hätte man lieber abgespielt, die Bratwurst in der Fresse, das Bier wegkloppen, Geschichten erzählen und dann, hey komm, die zweite, aber liegt das Gesöde, will ich mir da anhören, wenn da einer steht mir, ja, halt deine Fresse, ich will über das Spiel reden, mein Kumpel, mich drüber aufregen. Ist ja alles nur Dings, Kommerz, alles nur, und ja, da kriegt dann immer einen mehr auf. Aber guck mal, was macht Schalke so großartig? Das ist aber bei einigen anderen Vereinen auch so. Das ist der Zusammenhalt, das ist praktisch Familien- und Religionsersatz für viele. Früher hatte man die Religion, dann kam Kirche und Staat und haben die Leute ausgebeutet mit Hilfe der Religion. Im Fußball kannst du das ganz genau, weil da sind Emotionen drin. Da sind Emotionen drin und wo Emotionen drin sind, kannst du den Leuten Geld aus der Tasche ziehen bis zum geht nicht mehr. Deswegen kostet hier ein Eishockey-Jersey, warum kosten die jetzt $280? Sobald da NFL drauf ist, NHL drauf ist, $280. $280 für ein Stofffetzen. Wir bezahlen ja jetzt auch schon 89 Euro oder was für ein Trikot. Wie weit soll das denn noch gehen? Hängt immer davon ab, für die Großen glaube ich ist schon 90 oder 92 Euro, ne? Ich weiß ja nicht. Schreib mal einmal in die Kommentare, wie teuer ist das offizielle Trikot jetzt von Schalke Adidas. Ich kann mir vorstellen, ja. 89 oder 95 Euro. Wenn. Und wie viel Geld geht dann davon an die deutsche Fußballliga? Einfach nur, weil das Logo da drauf ist. Beispiel. Auch noch. Ist die Hälfte? Ätzend. Ekelhaft ist das. Absolut ekelhaft. Und wenn man dann sieht, wie viel Gelder an Schmiergeld bezahlt werden können, das ist unwahrscheinlich. Diese Leute kriegt man nur zur Wahrheit und zum ehrlichen Arbeiten, wenn man Dinge standardisiert. Wenn Deutschland Weltmeister wird, ist die nächste Weltmeisterschaft in Deutschland. Fertig. Da gibt es nichts zu bestechen. Überhaupt nicht. Fertig. Und ja, dann ist die WM ja nur noch in Brasilien und in Deutschland und Italien. Ja, dann ist das halt so. Das ist gut. Italien kann die Kohle gut gebrauchen. Brasilien auch. Ich sag mal, die wenn du jetzt so siehst, diese letzten Weltmeisterschaft in Südafrika. Ich habe mir mal letztes Mal eine Reportage angeschaut, was aus den Stadien geworden sind. Da spielt keiner. Das sind wahrscheinlich Blumenkübel jetzt oder Getreide. Da spielt keiner. Wenn du siehst, manche Stadien, wie das da aussieht, habe ich gedacht, für was haben die das gemacht? Für was? Und warum? Weil hier die... Du musst, guck dir mal das Netflix an, diese FIFA-Korruption, und dann wirst du sehen, wie sie die Weltmeisterschaft gekauft haben, wie sie bestochen haben. Und dann denkst du, dann sitzt du vorm Fernseher und denkst,
eigentlich müsste keiner mehr Weltmeisterschaft gucken. Wenn du so überlegst, müssten wir alle boykottieren und wirklich sagen, nein, in diesen Ländern dürfen die großen Nationen nicht mehr antreten, weil, ne, ich sag mal, nur so jetzt, wir sind ja Normalverbraucher, wir reden jetzt von uns normalen Fans. Ich glaube nicht, dass in Katar Ultras hinfahren, normale Fans, niemals. Ich kann es mir niemals vorstellen, sodass die Ultras sich zusammensetzen, im Flieger reinfliegen, ab nach Katar und Deutschland anfeuern. Kann ich mir niemals vorstellen, weil es gibt einen Kodex, auch bei denen. Und das, denke ich mal, geht es auch bei anderen Ländern wie Frankreich, England und so. Da wirst du keine normalen Fans sehen. Sorry, wie? Ich wünschte mir, weißt du, was ich mir wünsche? Dass du so im Spiel 30.000 Engländer, nehmen wir mal an, England, Deutschland. Ich wünschte mir, dass 30.000 Deutsche und 30.000 Engländer kommen und in der Stadt da mal richtig aufräumen. Ganz ehrlich. Von mir aus, da bin ich ganz, ganz böse. Das weiß ich auch. Aber jedes Land, wo man... Wenn ich jetzt mir überlegen müsste, ja, ich möchte dahin zum Fußballspiel, schön mit meiner Frau und blablabla, ja, aber pass auf, dass deine Frau sich bedeckt hält. Pass auf, dass deine Frau dies, leck mich am Arsch. Bist du bekloppt? Ich bin hier nicht im Mittelalter. Ja, oder hier, was weiß ich, irgendein Schwuler, der dahin will. Gibt auch schwule Fußballfans. Der muss aufpassen, dass er bloß nicht auffällt, weil sonst könnte er ja für 7 Jahre in den Knast kommen. Gibt auch schwule Fußballer. Quatsch. Das ist alles Lüge. Ja, alles Lüge. Dürfen die eigentlich auch dann nicht spielen? Kommt drauf an. Wenn du so läufst, könnten sie dich auf dem Platz verhaften. Nein, komm. Jetzt, komm. Nein, das ist echt Scheiß. Das ist echt ein absolutes Kackthema. Und lass uns über Fußball reden. Ja. Aber das gehört dazu. Sorry, wenn ich das sage, aber das gehört ja dazu. Ne? Weltmeisterschaft, Pause. Im Augenblick das Thema und eigentlich muss man drüber reden. Denn normal muss man drüber reden. Also wir können ja nicht einfach nur da vorbeireden und einfach irgendwas da erzählen. Nein. Andere Länder, andere Sitten. Ja, toll, Christopher. Andere Länder, andere Sitten. Wenn solche Sitten so viele 100 Jahre hinterher sind, dann kann man da aber kein modernes Turnier veranstalten. Kann man nicht. Dann mussten die als Kriterium dafür, dass sie eine Weltmeisterschaft ausrichten dürfen, mussten sie auch eine Frauennationalmannschaft haben. Die hatten sie dann auch. Als sie den Zuschlag hatten, die gibt's nicht mehr, die Frauennationalmannschaft. Zack, weg. Brauchen wir nicht mehr, weg. Ey, das ist ein absolutes Unding. Aber ich bin bekloppt. Ich meine, ich bin ja auch dafür, dass die Olympischen Spiele jedes Jahr einfach nur in Griechenland stattfinden sollten. Ich bin halt so ein... Ja, warum nicht? Die haben es erfunden. Dann soll es auch da bleiben. Wenn die das machen wollen, macht das. Ja, die brauchen auch ein bisschen anderes als nur Sommertourismus. Die Griechen. Man kann sich hinstellen, oh, die Griechen, sind die doof, schon wieder pleite. Ja, sicher, wenn 70% deines Einkommens einbrechen in Griechenland, weil die Touristen durch Corona Tourismus wegfällt, ja, dann bist du halt am Arsch. Also, es gibt so viele Sachen und Sport hat so viel damit zu tun. Oh, jetzt bin ich aber in Rage. Ja, der Sport verbindet viele, viele Gesellschaften zueinander, das ist es ja. Wie du das ja auch gerade erwähnt hast, egal welche Nationalität in der Kurve da, man freut sich zusammen, man weint zusammen, man leidet zusammen. Das kann dir nur der Sport geben, ob das beim Eishockey ist, beim Football, beim Fußball. Ja. Der Sport verbindet und die macht aus unserem Sport allgemein Kommerz. Nur Kohle, Kohle, wo wir Normalverbraucher dann leiden. Und die saugen uns immer mehr aus, immer mehr aus, immer mehr aus, immer mehr aus. Die saugen uns richtig das Blut so richtig, so immer mehr aus, ganz langsam. Ja, absolut. Das ist halt eben der größte Sport. Was meinst du denn, warum die Amis ins Fußballgeschäft einsteigen wollen? Weil ja, American Football ist halt Dulle. Das will sich der Normalbürger nicht angucken. Das dauert viel zu lange und es ist halt mehr Schauersport. Jetzt versuchen sie halt auf Fußball umzusteigen und kaufen sich dann mal so Spieler hier wie, was weiß ich wen, hier Messi oder was. Zirkus ist das.
Mein Sohnemann, der Kleine. Und dann hast du auch noch das Problem, dass natürlich diese Ehrensache, dass das auch immer mehr sinkt. Das ist dann irgendwann, wie hier, NHL, amerikanische Eishockeyspieler. Fährt er mit zur WM? Nö, der ist zu wichtig für den Verein. Das käme gar nicht in Frage. Vor 30, 40 Jahren wäre das gar nicht in Frage gekommen. Da wärst du, wenn du bei der Nationalmannschaft bist, dann ist das die größte Ehre, die da... Ja, nö, heute... Ja. Kein Bock. Nö. Und so Sachen wie Katar machen es noch mehr kaputt. Wenn solche Sachen nochmal passieren, dann interessiert sich keine Sau mehr dafür. Dann sagen, ja, macht ihr euren Quatsch da, dann haben wir nichts mehr mit zu tun, mit dem Blödsinn. Ja, ist auch so. Ist auch so. Leider. Da tut in der Seele manchmal weh, ne? Überleg dir mal, wie viele von deinen Kumpels, als wir klein waren, oder im Chat auch, wie viele Leute, als wir jünger waren, ja, die sind alle erst entweder im Paddelverein, Fußballverein, Tennisverein, okay, das ist der Zahnarztsohn, Fußballverein. Und da lernen die Kröten. Ja, nein, also. Ich weiß, was du. Aber das fängt doch im Familienleben schon an. Die Kinder gehen zum Sport. Da lernen sie, dass sie sich unterordnen müssen. Sei es vom Vereinsheim her, vom Jugendwart her, vom Zeuchert. Die müssen auf ihre Sachen aufpassen. Die lernen so viel, binden Freundschaften. Gerade Integration ausländischer Kinder. Wo denn besser als in Sportvereinen? Ja, da wächst man zusammen und da hat man Freundschaften gegründet. Das bröckelt immer mehr bröckelt das. Und die Leute begreifen nicht, beziehungsweise doch, ich denke, die meisten Leute begreifen das schon. Aber die Leute, die damit Geld verdienen, begreifen nicht, wie wichtig das auch für den sozialen Zusammenhalt und überhaupt für das soziale Zusammenleben ist, diese Vereine. Und was im Augenblick gemacht wird, die machen es einfach nur kaputt. Ja, da bist du, wenn du, dann kommst du wahrscheinlich mit 4, 5, kommst du dann in so ein Leistungszentrum, da wirst dann aufgebaut mit 19, darfst dann 3 Spiele machen, brichst du die Haxe und bist dann wieder weg. Egal, wir haben ja noch andere Dullis, die wir da aufbereitet haben, die dann auch mit 19 ihren ersten Lamborghini haben und die sind doch gar nicht mehr hungrig. So ein Harit, ich weiß. Ich kann ihn nicht ab als Typen, aber das hat ja auch einen Grund, warum der so ist. Da kommt ein Junge aus der Armut, ja, und auf einmal, ja gut, spielt gut Fußball. Auf einmal kann er sich jeden Scheiß leisten. Allen Quatsch kann er sich leisten. In einem Alter, wo wir noch nicht mal mit der Ausbildung fertig, wo du, wenn du so viel irgendwann mal verdienen willst, noch nicht mal, da bist du noch nicht mal an der Uni, da hat der schon seinen Lambo. Was soll der denn noch erreichen? Dann ist doch dem egal. Ja, aber irgendwann könntest du ja mal Nationalspieler sein. Bruder, ich habe 50 Miller auf dem Konto. Ob ich jetzt irgendwann nochmal Nationalspieler bin, ist mir eigentlich komplett egal. Wofür soll der noch arbeiten? Der braucht nicht arbeiten. Nö. Und das, dieses Ehrendings, Nationalmannschaft, das wird Stück für Stück abgebaut. Gerade auch so durch so einen Schmufix jetzt hier wie mit Katar. Ja. Ist aber wirklich so. So, ich habe fertig. So. Scheiß jetzt auf Katar. Und ich wollte noch sagen, Italien führt jetzt 2-1. Und wer hat Tor gemacht? Griffo für Italien. Ah, tutto bene. Tutto bene. Freundschaftsspiel gegen Albanien. Und der Griffo hat getroffen. Fabiano. Fabi. Griffo hat getroffen. Mein Sohn. Ja, yeah, der Griffo hat getroffen. Der Freiburg hat getroffen für die italienische Nationalmannschaft. Die spielen ja Freundschaftsspiele. John Lowe. Andreas, Fußball ist auch im Amateur- und Jugendbereich nicht mehr so wie früher. Schlägereien in den unteren Ligen und Schiedsrichter jagen und im Jugendbereich sind es meistens die Eltern. Das stimmt aber auch. Da hat er vollkommen recht. Ich sehe auch die Berichte alle. Ja. Wenn du siehst im Kreisbereich, das finde ich auch sehr, sehr traurig, dass da die Schiedsrichter gejagt werden. Wenn wir bald keine Schiedsrichter haben, gibt es keine Spiele mehr. Das verstehen die Leute alle nicht. Woran liegt das? Sind das alles arabische Clans? Oder ist das darüber, dass die Leute keinen Respekt mehr haben vom Schiedsrichter? So, erstens kein Respekt vor Schiedsrichter und die Ausländer. Ich sag das so, wie das ist. Ich sag das so, wie ich bin selber Ausländer. So, also ich weiß noch selber, wo wir früher gespielt haben. Du bist schuld. Ich weiß ja noch früher, wo wir gespielt haben in der Kreisklasse. Du warst auf den Chiri, hast gemeckert auf den Chiri und so. Aber wir haben den nie handgreiflich versucht zu schlagen. Und wenn ich dann bei manchen lese überhaupt oder sehe Videos, siehst ja heutzutage, wie sie den Schiedsrichter attackieren, ey, da denke ich mir, ey, Jungs, wenn ihr euch boxen wollt, geh in einer Boxschule, geh in einen Karateverein, aber auf dem Fußballplatz hast du nichts zu suchen. Weil das ist ein Fußballspiel, der Schiedsrichter kommt hier hin, für 25 Euro oder 15 Euro kommt der 90 Minuten zu pfeifen,
der hat keinen Wagen, der hat keinen Keller, der den mal kurz anruft und sagt, ey, pass mal auf, da war kein Elfmeter. Der hat auch Familie und Kinder zu Hause und dann muss er noch gejagt werden, auf die Fresse gehen. Was diese Spieler nicht verstehen, pass auf, was diese Spieler nicht verstehen, in den hirnlosen Gehirn, was die haben, dass, wenn wir immer weniger Schiedsrichter haben und die keinen Bock haben, Kreisklasse zu weiter, gibt es keine Spieler mehr in der Kreisklasse. Wer hat Bock? Ich hätte gar keinen Bock, ein Kreisligaspiel zu pfeifen, wo ich weiß, außer, du hörst, ach du Scheiße, nicht schon wieder die, da kriegst du vielleicht auf die Fresse. Das ist doch nicht normal. Du kannst ja Emotionen zeigen und sagen, ey Schiri, was hast du da gepfiffen? Meine Güte, das war nicht. Aber hey, nicht ein Schiri jagen, Schiri schlagen. Ey, sorry, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Und das wird immer extremer, das stimmt auch. Das wird immer extremer, ne? Ja, woran liegt das? Sind die Eltern nicht da, die ihren Lagen mal sagen, das macht man nicht? Wird Erziehung ist nicht mehr da, oder was? Oder verstehe ich nicht. Ich verstehe das nicht. Es hängt, ich sag mal so, ich bin jetzt so, entweder hängt das an den Trainern, die alles erlauben, ich weiß es nicht, ich kann es mir jetzt nicht vorstellen, oder an der Erziehung. Aber wenn ich in einen Fußballverein gehe, in einem Mannschaftssport, bei uns zum Beispiel, bei mir, ich habe ja auch Jungs verschiedener Nationalitäten, der eine ist so, der eine ist so, der eine ist emotionaler oder so. Und da musst du die irgendwie auch disziplinieren. Mannschaftssport ist Disziplin, das A und O ist Disziplin. Schiri in Ruhe lassen, das. Desto älter Pubertät, ja, ist klar. Aber dann frage ich mich, wenn die Trainer die Spieler nicht unter Kontrolle kriegen, wie willst du dann eine Mannschaft unter Kontrolle kriegen? Es ist schwierig, weil wir Trainer müssen ja auch Psychologe für den Spieler sein. Ja. Du musst ja mit denen versuchen. Du fragst ihn, wie geht's dir, was machst du privat, wie geht's dir im Privaten? Aber das kannst du nicht mit 24 Spielern jedes Mal machen. So, und die Spieler müssen aber auch dich respektieren als Trainer, dass du dir das antust, uns Fußball, nicht Fußballspielen beizubringen, aber mit deine Taktik, deine Philosophie, aber auf den Platz gehen, wirklich diszipliniert, auch wenn der Gegner jetzt härter dran geht. Boah, bumm. Oder der Gegner beleidigt dich. Ich sage immer wieder zu meinen Spielern, wenn dich ein Gegner beleidigt, mit das H-Wort oder mit was, ruhig bleiben. Manche sagen, aber Trainer, ich kann da nicht ruhig bleiben. Der beleidigt mich. Ich sage so, ruhig. Mein Trainer hat immer mir so beigebracht. Wenn der Ball kommt, triffst du ihn mit Ball und dann gehst du hin und sagst, hast Bock, mich nochmal zu beleidigen? Fertig. Aber nicht den Gegner schlagen. Nur weil er dich beleidigt. Nein, kannst du nie machen. Aber heutzutage ist das nicht so. Heute haben wir eine andere Gesellschaft. Und diese Gesellschaft, diese ist aggressiver geworden. Richtig aggressiver. Ich merke das. Und das ist nicht schön. Das macht gar keinen... Das ist nicht mehr. Ja, das darf nicht sein. Das darf nicht sein. Denn normalerweise sagt man ja, man lernt eben Umgang miteinander und Disziplin in Sportvereinen. Wenn man da jetzt allerdings nur noch lernt, ja, was weiß ich, mach, was du willst, mit Gewalt kommst du immer schön durch. Ja, gut, dann kann ich nur noch sagen, dann gucken wir uns das noch so an, solange wir leben, und dann müssen wir das ja nicht mehr sehen. Ich finde hier diesen Schiedsrichter, der macht ja auch auf TikTok immer seine Videos. Ich finde gut, wie der über die Situation auch redet, über die Schiedsrichter, versucht die Schiedsrichter zu stärken. Lass mal Respekt hier, dieser, wie heißt der? Boah, hilft mir. Der ist auf TikTok immer so bekannt, der macht auch YouTube, aber ich komme jetzt nicht mehr auf den Namen. Kann ich der auch Schiedsrichter nicht. Hat auch so ein Mikro immer dabei und läuft immer und redet. Und ich finde den klasse, was der allgemein macht für die Schiedsrichter. Versucht auch die Gegenspieler, die Mitspieler, die spielen, ey, freundlich, immer nett. Boah, wie heißt der denn mal? Fabiano! Aber mein Sohn weiß das immer. Fabi! Das ist online, wie heißt nochmal dieser eine Schiedsrichter? Nicht Markus Berg, ey, Markus Berg. Dieser Schiedsrichter, der immer auf TikTok ist oder auf YouTube mit dem. Ach, Qualle heißt der, Qualle. Kennst du den? Nee. Schau dir mal den oder schaut euch mal den auf TikTok an oder auf YouTube. Und ey, klasse, was der Junge macht. Wirklich klasse. Respekt an den Jungen, der versucht auch Schiedsrichter zu motivieren, Schiedsrichter zu machen, weil es werden immer weniger Schiedsrichter. Oder hättest du Bock auf die Fresse? Andreas? Nein, ich versuche auch nur dahinter zu kommen. Also, nehmen wir mal zum Beispiel, mein Vater hat früher mal gesagt, wenn du irgendwann mal nach Hause geschickt wirst
und du hast vom Lehrer eine geknallt bekommen, dann kannst du dir sicher sein, kriegst du von mir auch noch eine. Heutzutage ist es aber so, dass die Eltern sagen, dann gehe ich zum Anwalt. Dann werden wir sofort, wie kann man denn mein Kind heutzutage, ja, ich weiß es nicht, die werden sowas von in Schutz genommen, keine Ahnung. Und deswegen glauben sie, sie könnten sich alles erlauben. Und Respekt, auch wie mit Polizisten und Polizistinnen umgegangen wird, ist auch grauenvoll, wenn ich mir das anhören muss von Freunden von mir, was die sich gefallen lassen müssen. Es ist alt. Aber naja, gut. Das ist ja jetzt nicht unser Thema. Gut haben wir gespielt gegen Mainz und gegen Bayern auch. Also abwehrtechnisch waren wir gut. So, jetzt machen wir mal so. Wen? Transferphase. Was sollen wir holen? Ich will nur unsere Jungs alle gesund. Alle gesund. Wir brauchen ja was für die Offensive. Jetzt können wir an den Chat fragen. Spieler. Wir brauchen ja eine Transfer. Brauchen wir. Auf jeden Fall schnelle Außenspieler. Plus erfahren noch einen Abwehrspieler oder nicht? Das ist ja auch wieder die Frage. Ne? Also es wäre gut, dass wir jemanden hätten, der auch bei einem, wie wir das gegen Bayern hatten, bei einem schnellen Konter, der auch relativ oder die dann auch relativ schnell wieder hinten sind, um zu verteidigen. Oder man muss eben so spielen, dass das gar nicht passiert, dass alle Mann wirklich in der Bayern-Hälfte rumstehen. Warum das so war, weiß ich nicht. Da war ein bisschen zu mutig, meiner Meinung nach. Aber an sich, wenn jetzt gesagt werden würde, wir dürften überhaupt keine Spieler holen, hätte ich da auch nichts gegen. Bin ich ganz ehrlich. Ja, aber das ist, ja, okay, wenn du hast jetzt diese 4 Millionen von Harry, ne? Ja. So, 4 Millionen von Harit. Wie viel kannst du da höchstens ausgeben? Wir müssen ja schon wieder diese Leihgeschäfte machen. Ich möchte halt wirklich gerne, dass wir am Ende dieser Saison nicht wieder sagen müssen, ja, okay, das war ein Leihgeschäft, tschüss Kral oder tschüss. Es gibt ja, vielleicht haben wir ja irgendwo auch ein paar Optionen. Ich möchte einfach sehr ungern, dass diese Mannschaft zusammenwächst und man dann aus Geldgründen sagen muss, ja, wir müssen aber den wieder gehen lassen und müssen dann wieder neue holen. Also ich hätte lieber, ja, weiß ich, ist eine schwierige Sache. Ist echt eine schwierige Sache. Und wie viel man jetzt vom Harit von dem Geld behält oder halt dann eben ausgibt für neue Spieler, ja, weiß ich nicht. Ja, das ist schwierig, weil du weißt ja nicht, ich habe gelesen, du musst 1 Million an den Berater zahlen, sowas in den Medien steht. Ne? Ich weiß nicht, ob das jetzt richtig ist oder nicht. Ich kann natürlich, in den Medien steht, 1 Million gehen an Harits Berater und 4 Millionen kann Schalke behalten. Ja, Berater, ja. So. Und 4 Millionen, ich schwöre jetzt wirklich, weil man hat ja auch gesagt, jetzt müssen Spieler kommen, die müssen direkt scheppern. Ich sage scheppern. Die müssen direkt da sein, direkt uns helfen. Und das ist schwierig. Das ist schwierig. Traue ich dem Reis aber eher zu, beziehungsweise da hätte ich mir beim Knebel größere Sorgen gequatscht. Da hätte ich nach Kramer größere Bauchschmerzen gehabt, denn da heißt es ja immer, ja, der ist ja gerade erst angekommen, der braucht erstmal noch so 10 bis 12 Jahre, bis er wirklich auch weiß, was hier so passiert. Und Reis ist, glaube ich, eher einer, der sagt, nee, den brauchen wir nicht. Der kann und der kann sofort und das ist auch wichtig. So, ich weiß es nicht, aber Transfers kannst du vergessen, sagt Schalker Thorsten. Wer gibt denn im Winter gute Spieler ab, die erstens bezahlbar sind und zweitens nicht aus einer Verletzung kommen, die dann eine Wundertüte sind? Ja, im Winter ist es schwierig. Entschuldigung, wenn ich jetzt aber schwöre, der Samuele möchte euch nur Hallo und gute Nacht wünschen. Warte. Oh. Der ganze Chat hört dich zu. Wer redet vernünftig? Hi. Wie, hey, hallo, Samuele. Sag mal richtig. Glück auf, musst du sagen. Glück auf. Wie geht's dir? Also mir jetzt? Ja. Mir geht's super, ich hoffe dir auch. Ja, mir geht's auch super. Ja, das ist doch klasse. Schade jetzt, dass jetzt so lange Winterpause ist, ne, mit Fußball. Ja, was hältst du von den Chiri gegen Bayern? Eigentlich fand ich den Schiedsrichter ganz okay, muss ich sagen. Hat auch einige Sachen durchlaufen lassen, die er hätte gegen Schalke pfeifen können und das hat er nicht gemacht. So, von daher fand ich das Ganze in Ordnung. Ja, weil mein Bruder gesagt hat, er pfeift vieles. Ja, aber ich glaube, da konnten wir uns nicht beschweren. Ich glaube, der war ganz in, in Ordnung. Ja, Bitte? Diesmal war der gut. Genau, hast du recht.
Hast du recht. Samuele, wie fandest du die Leistung von Schalke gegen Bayern? Zum ersten Mal haben die gegen Bayern richtig gut gespielt. Er fand die Leistung gut. Ja, hat er auch recht. Der hat Ahnung von Fußball, Francesco. Nimm dir mal ein Beispiel. Ach nee, schon. Du bist ja. So, jetzt geht's schon. Die sagen dir schon alle, hallo, kleiner Francesco, sagen sie zu dir. Hallo Samuel, ich wünsche dir alle schon mal eine gute Nacht. Jetzt gib dein Abo und mach die Glocke. Glocke. Ja, aktiviert die Glocke. Und genau. Gib ein Like. Tschüss. Buonanotte. Buonanotte. Sehr schön. Ja, er wollte unbedingt Buonanotte und euch was sagen. Ja, er hat ja gegen Mainz gefeiert ohne Ende. Den hat man, glaube ich, gehört, wie der gejubelt hat in meine Live-Reaction. Die waren ja so glücklich. Endlich war nach 7 Niederlagen endlich ein Sieg eingefahren. Ja. Ich weiß, du hast gut gefeiert. Ne? Die waren so glücklich nach dem Sieg gegen Mainz. Und wenn ich dann sehe, wie meine Kinder glücklich sind nach einem so geilen Sieg gegen Mainz, dann denke ich mir, boah, jetzt können wir mal loslegen mit einer Serienrückrunde. Ja. So, wo war gerade stehen geblieben? Zugänge zum Winter oder während der Winterpause. Ja, genau, das wollte ich dich fragen, Andreas. Da ja der Schwolow auf jeden Fall nicht verlängert, ne? Der wird ja nächstes Jahr, Neusong, wird der ja abgegeben. Ne? Ja, ja. Da wird auf jeden Fall, der wird auf Schalke nicht bleiben, wird keine Zukunft bleiben. Da frage ich dich, frag auch an den Chat. Meine Meinung ist, in der Rückrunde würde ich den Schwolow aus dem Tor nehmen und dann wirklich den Häkkinen drauf vorbereiten, den Häkkinen reinschmeißen, weil Häkkinen ist für die Zukunft, Schwolow ist sowieso Vergangenheit schon für mich. Weil Schwolow, denke ich mal, wird nicht mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit 1000% für Schalke noch alles geben. Der wird seine Fehler sowieso noch machen. Aber dann lieber ein Häkkinen. So ist meine Meinung, weil Häkkinen ist die Zukunft. So würde ich es machen. Wie würdest du machen? Ich versuche gerade rauszufinden, warum der Marcel geblockt wurde. Ich weiß nicht genau, wie der Häkkinen ist. Hast du den gesehen im Training? Obwohl, okay, sagen wir erstmal so. Wie alt ist der? 21. Ja, rein dann. Dann ist er überfällig. Also wenn er gut auch wenn ist, er jetzt. Ja. Ja, Entschuldigung, mach weiter. Also wenn er jetzt zu alt ist, Quatsch. Wenn er da als Ersatzkeeper auf der Bank, also ich würde den reinschmeißen, auf jeden Fall. Also alt genug muss er sein. Wer mir mit 21, wenn mir einer sagt, ja, der ist noch lange nicht fertig, dann ist der fertig, wenn er schon zu alt ist. Also das macht für mich keinen Sinn. Dann soll er rein. Besser als der Schwolow, finde ich. Nicht, Quatsch, kann ich nicht sagen. Ich kenne den Häkkinen nicht. Nur vom Namen her. Ich habe den jetzt noch nie spielen sehen. Also, aber Sinn würde es machen, so früh wie möglich ihn dann an die Mannschaft oder die Mannschaft an ihn zu gewöhnen. Obwohl die das im Training mit Sicherheit schon tun. Aber ja. Viele schreiben nein, er macht viele Fehler noch in der Amateurmannschaft. Zeig mir mal den Schwolow, wie viele Fehler der macht. Kann ich dir auch erlauben. Ob der Fehler macht oder der Fehler macht, im Endeffekt. Weil der Schwolow ist für mich, hat keinen Sinn. Für mich, der wird uns keine Spiele retten. Der wird auch hier zum Beispiel das Spiel gegen Bayern beim 1-0. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich bin kein Torwart, aber viele sagen, den hätte auch einen können. Hätte einen guten Tag, hätte er den mit dem Fuß auch abwehren können, wenn er gut drauf wäre. Beim 2-0, auch beim Rauslauf, wenn er rauskommt, weiß ich 100%, der wird nie einen halten, die sind alle drin. Bei anderen Torhütern, wenn die viele sagen, bei anderen Torhütern, oder ich sehe das auch selbst, bei anderen Torhütern, wenn die rauskommen, die 1 gegen 1, da kommen die Spieler gar nicht vorbei. Bei unserem Schwolow, sorry, wenn ich dann sage, der hat sich nicht gebessert, der ist ja immer schlechter geworden, als besser zu werden. Und da sehe ich, ich bin meiner Meinung, der muss raus. Der muss in der Winterpause muss ein anderer im Tor. Auch also, wenn der Häkkinen jetzt ein paar Fehler macht, jetzt auch bei der Amateuren, ey, ist der Schwolow fehlerfrei? Nein, kein Torwart ist fehlerfrei. Aber gib ihn. Vielleicht, wenn er in der Bundesliga spielt, ist er dann noch voll konzentrierter und will es dann erst recht zeigen. Wir wollen die Klasse halten, sagt Basti. Da kannst du einen Häkkinen nicht in eine Bude stellen. Ralle muss in die Bude. Wie gesagt, ich kann ja leider, kann man die Spiele eigentlich irgendwo sehen? Von Schalke 2, von der zweiten Mannschaft? Von der? Die Highlights kannst du auf YouTube sehen, aber nicht live. Wenn, dann müsstest du ins Parkstadion gehen.
Also, da gibt es keinen lokalen Sender, der die Spiele zeigt oder so. Das weiß ich, habe ich doch nicht. Ich weiß nur, da war lokaler Sender, aber der zeigt immer ein Spiel von der Regionalliga, glaube ich, live, aber frage mich nicht, wie der Sender heißt. Aber nicht zurzeit Schalke nicht. Okay. Ja, oder Fährmann rein. Ja, oder Fährmann. Und dann, wenn der Fährmann wieder Fehler macht, schreien die alle wieder Fährmann raus. Wir sind doch immer, wir drehen uns doch, wir drehen uns doch. Dann tue ich lieber den 21, damals haben wir den Manuel Neuer auch mit 21 reingetan. Ich sage, ja, viele sagen, ja, Neuer, aber ist Neuer. Ja, aber Neuer, wenn ihr mal Rückblende macht, der hat auch seine Patzer, aber volle Kanne gehabt. Aber er hat wieder mit Glanzparaden wieder weggemacht. Schalke. Deswegen sage ich ja, wann willst du einen Tausch machen? Wann ist die richtige? Es gibt nie die richtige Zeit bei Schalke. Deswegen sage ich, wenn ich wirklich sagen, hau den rein in der Rückrunde, was willst du da falsch machen? Was Neuer war gut, der hat ja auch nicht mal Krebs und der war noch immer gut. Also ist ja eigentlich der beste Torwart in der Bundesliga, kann man so sagen. Buonanotte, jetzt bin ich schlafen. Was hat er gesagt? Ich habe es nicht verstanden. Er sagte, der Manuel Neuer, der hatte ja Krebs gehabt, sagt er, sah. Und er kam wieder, der ist trotzdem noch immer für mich, für ihn so der beste Torwart der Bundesliga. Da habe ich gesagt, geh jetzt schlafen, will ihn nicht hören. Buonanotte, ab in die Kiste, wir sprechen morgen noch. Ja, ist er jetzt. Ja gut, man kann jetzt bei Neuer nicht sagen, dass er ein scheiß Torwart ist. Ne? Das kann man nun mal nicht sagen. Aber seine Ehre ist befleckt, und zwar richtig. Ihr schreibt Morflash, Sport Total TV heißt das, auf YouTube. Da kannst du die Highlights sehen. Ja. Schalke Thorsten sagt, ohne Torwart spielen. Letzter Mann geht ins Tor, können wir auch machen. Ja, super Idee. Bei YouTube gibt's das. Ja, da wir haben ja erstmal dieses Torwartproblem und du brauchst ja wirklich jetzt zur Abstiegs, um den Klassenerhalt zu schaffen oder auch in der Relegation zu gehen, brauchst du einen sicheren Torwart hinten. Aber haben wir nicht. Mit Schwolow hast du keinen sicheren Torwart. Und der hat uns Punkte auch gekostet. Ich kann mich nicht erinnern, dass der uns mal 2-3 Spiele gerettet hat, wo ich sage, boah, ohne den Schwolow hätten wir das Spiel nicht gewonnen. Deswegen, der ist absolut kein sicherer Rückhalt und für mich muss er da raus. Also mich macht der Schwolow nervös, aber ich sage zwar immer Schwolü, aber er macht mich schon nervös. Sicher fühle ich mich mit dem auch nicht und dann weiß ich auch nicht, wie die Mannschaft so da zu ihm steht. Aber die Sache ist halt die, ne? Willst du jetzt wirklich wagen, da irgendeinen reinzuhauen, wo du nicht weißt, ob es funktioniert? Keine Ahnung. Ja, aber so regen wir uns immer mehr auf über den. Ich will nicht wissen, wie viele Punkte uns der noch kosten wird. Weil ich habe immer Angst und Bange, wenn einer auf 20 Meter schießt, weiß ich, scheiße, der ist sowieso drin. Manchmal macht er Glanztaten, macht er wirklich. Denkst du, boah, super, und dann machst du nur so, ach du Scheiße, was macht der denn da? So. Und ich sage ja immer wieder, wenn du einen sicheren Torwart hinten hast, ist die Abwehr oder die Defensive auch sicherer. Weiß, ey, wir haben hinten einen Torwart, der uns auch nicht erschmettet, wenn der mal an uns vorbeikommt. Aber hast du ja nicht, das ist ja das Problem. Hast du leider nicht. Habe ich ausgeschnitten, Schwolow. Oder Fährmann ins Tor, okay, dann bin ich auch zufrieden, wenn der Fährmann dann wieder ins Tor geht. Ey, ich sage ja nicht nein. Bin ich auch zufrieden, Basti. Ich sage nicht nein. Ich glaube, ich würde mich wirklich freuen, wenn ich sehen würde, dass Fährmann aufgestellt ist. Ich hätte aber auch ein bisschen so, oh, hoffentlich passiert nichts, weil irgendwie, der hat so viel auf den Dates gekriegt, der arme Kerl. Ich hätte jetzt echt, irgendwie kommt mir das so vor, als lebt er jetzt so das Vorrentendasein, ja, vom Aktiven. Spieler, jetzt im Augenblick bei Schalke, weil der immer wieder wird gemeckert, dann ist er wieder draus, dann kommt wieder ein Junger rein und dann wird der wieder, das ist halt so Ralle-Notnagel, ne? Und das ist eigentlich auch irgendwie schade, aber More Flash, ich habe den Schwolow nicht auf der Abschlussliste, nur ich sage, er bringt mir keine Sicherheit als Torwart und deswegen will ich den da nicht im Tor. Ich habe nichts gegen so, wenn er jetzt auf einmal jetzt spielt gegen Frankfurt oder Leipzig und rettet uns beide mal die Siege. Hey, habe ich nichts dagegen, dann darf er ja im Tor bleiben. Aber ich weiß es 100%, der rettet mir niemals einen Sieg. Deswegen, dann brauchst du für den Abstieg einen sicheren Torwart. Dann möchte ich den Schwolow nicht mehr im Tor haben. Der hat 15 Spiele Zeit gehabt. Und die 15 Spiele hat er mich nicht einmal richtig überzeugen können, wo ich sage, ey, boah, der muss im Tor bleiben. Nein.
Mirko sagt, Häkeren ist top, verfolge den schon seit Oberhausen und habe immer gesagt, der wird irgendwann in der Bundesliga spielen und ich bleibe dabei, der wird irgendwann die Nummer 1 der Nationalmannschaft. Ich kenne den gar nicht. Der wird die Nummer 1 bei Schalke. Also ich kenne den gar nicht. Außer vom Namen. Ich kenne den, ich habe nur ein bisschen, wo wir damals den verpflichtet haben, habe ich mal mir von Rot-Weiß Oberhausen da auch die Trainer mir angehört, Zuschauer, Fans, und die sind alle begeistert von Häkeren. Alle haben gesagt, der wird seinen Weg machen. Und klar, dass ein Torwart auch Fehler machen darf, um Top-Torwart zu werden. Ohne Fehler kannst du kein Top-Torwart werden. Ich habe noch nie einen Torwart gesehen, der fehlerfrei bleibt. Fehlerfrei bleibt kein Torwart der Welt. Und ich bin der Meinung, entweder du haust jetzt den Häkeren in der Winterpause rein oder auch den Fährmann, eins von beiden, aber du musst einen Torwartwechsel veranstalten, in meiner Sicht. Ups. Klick. Weißt du mit Dings? Haben wir heute keinen Telefonjoker? Wir können, wenn du willst. Machen wir, die freuen sich doch bestimmt, wenn sie mit uns sich unterhalten dürfen. Ja, Moflash, der ist schon drin. Fährmann ist Kuchen, deswegen funktioniert das nicht. Ach so, der ist Kuchen. Ich würde dir eine Pizza geben in der Halbzeitpause. Glaub mir, weißt du, wie die dann laufen würden? Eine schöne Diablo. Schön richtig Pizza, jeder ein Stück Pizza und jetzt geht ihr raus, dann dürft ihr weiter essen. Oh, warte mal nochmal, genau, was ist eigentlich mit diesem Waldschmidt? Was sagt ihr, dass Schalke Waldschmidt holen will? Fragt The Tyrion. Luca Waldschmidt, der hat ja bei SC Freiburg gespielt. Ich kann mich nur an ihn erinnern, wo der in der Nationalmannschaft gespielt hat, bei der U21, wo die Europameister geworden sind. Da hat er aufgetrumpft, hat in Freiburg auch sehr gute Spiele gemacht. Ich weiß jetzt nur nicht, wo spielt der jetzt offiziell? Der ist gewechselt. Wie heißt der? Kann das sein, Wolfsburg, wenn ich das nicht jetzt im Kopf habe? Wolfsburg, kann sein, dass der Waldschmidt jetzt. Wolfsburg, okay, in Wolfsburg. Spielt da nicht, das habe ich auch gelesen, kommt kaum zum Einsatz. So, ob der jetzt eine Verstärkung wäre, das kann ich leider nicht sagen. Wir brauchen auf jeden Fall einen Spieler, der uns sofort weiterhilft. So, aber Gianluca, ne? Also italienischer Vorname, hör mal. Der Waldschmidt? Ja. Ist halb Italiener, nein. Weiß ich nicht, aber der heißt Gianluca, also von daher. Ja, aber ich weiß nicht, ob wir brauchen Spieler, die uns sofort weiterhelfen. Ne? Und ich weiß nicht, ob der uns da weiterhilft. Hängende Spitze. Ich weiß ja nicht. Marktwert 4,5 Millionen. Nicht, dass ich mal drauf gebe, aber. Was willst du damit? Da kannst du ja nicht, kannst du gar nicht leisten. Schöne Locken hat er. Wichtig ist, wir brauchen eine Scouting-Abteilung, die wirklich vernünftig schauen. Und nicht einfach kaufen, weil er richtig günstig ist und der mal vor 5 Jahren super gespielt hat. Ja. Ja. Sollen wir den Moflash mal reinziehen? Dann zieh ihn mal rein. Ich zieh den Herrn Moflash mal rein. Will ja keiner mehr rein. Hey, wenn ihr Bock habt, kommt rein. Dann könnt ihr euch mit uns unterhalten. Zack. Renn jetzt. Ups. Das ist der Schwolli. Der Schwolli ist im Bild. Ja, Herr Flashmo? Hallo? Hallo! Flashmo? Hallihallo. Hallihallo, guten Abend. Guten Abend. Wie geht's? Alles gut? Ja, was heißt hier alles? Was heißt hier alles gut? Es ist wie es ist. Ja, was haben wir für Fragen? Oder hast du erstmal was du loswerden willst? Oder so. Ja, ich meine, wir dürfen uns erst Gedanken machen, wenn die Winterzeit, wir wissen, wer im Winter geht. Hallo. Ach so, du meinst, das Papier unterbricht. Ja.
Nee, nicht bei dir, beim Mofleisch unterbricht es immer. Ach so. Hörst du uns noch? Mofleisch an. Der jetzt hörst ist du wieder da. Ja, ne? Jetzt ist er wieder da. Ja, ich höre euch. Okay, ich glaube, Mofleisch meinte, die hatten ja gesagt, unsere Verantwortung, wir müssen einfach kaufen, damit wir kaufen, damit wir Spieler holen können, richtig? Ja, so nicht, aber wir haben erwarten noch höchstwahrscheinlich, so wie es geschrieben steht, dass einige uns verlassen werden im Winter. Wen würdest du denn abgeben im Winter? Ich würde gar keinen abgeben wollen. Gar keinen. Andreas, wen würdest du im Winter abgeben? Ich möchte auch, also da fiel mir jetzt auch niemand ein. Oh, Gesundheit, Gesundheit. Danke, danke. Nein, ich sag mal so, ich frage auch mal den Chat, wen würdet ihr abgeben im Winter? Ich hätte schon 2, 3 Namen. Oh, was ist? Ich glaube, Moflash, hörst du uns über den YouTube-Kanal oder über Discord? Ich höre euch zurzeit höre ich euch gar nicht, weil bei mir ist alles durcheinander. Da ist der Discord gerade und der YouTube dran. Ach so, deswegen wahrscheinlich dauert das immer, bis du antwortest, weil du hörst wahrscheinlich den YouTube und da ist ja natürlich Versatz drin. Also du müsstest dann nur jetzt auf den Discord schalten. Ja, ich versuche jetzt mal gerade gleich zu reden, jetzt auf deine Frage. Ich glaube, das ist jetzt zeitgleich, oder? Schauen wir mal. Ja, nochmal, ich kann ja was sagen. Ich kann sagen, hörst du mich? Ja, ich höre dich. Und ich höre dich auch, das heißt, jetzt sind wir parallel. Alles klar, jetzt sind wir parallel, genau. Stimmt, hast du recht. Ja, das ist so blöd, weil ich über den Discord mich reingeschaltet hatte. Du hattest den Link nicht gemacht und jetzt war das beides zur gleichen Zeit. Ne? Alles klar. Also wie gesagt, ich bin der Meinung, wir können da erst planen, wenn wir jetzt genau wissen, was passiert. Geld haben wir nicht, das wissen wir. Aha. Und alle unsere Spekulationen sind für den Eimer, weil das, was wir brauchen zur Verstärkung, können wir uns nicht leisten. Das haben wir ja eben schon im Chat gesehen. Ich glaube, der Lohn hat das schon gesagt. Das, was wir brauchen, was uns wirklich hilft, was wirklich leistungsstark ist, kriegen wir jetzt nicht. Das gibt im Winter gar keine ab. Das kann man vergessen. Gibt's nicht. Das wäre ein Sechser im Lotto und das kriegt Schalke nicht. So, und aus dem Grunde bin ich der Meinung, wir müssen mit dem, was wir haben, zurechtkommen, das, was der Reis macht, Stück für Stück besser machen. Es kommen ja jetzt noch einige zurück, die vorher die Leistungsträger waren, die jetzt zurzeit fehlen, wie der Salazar und so. Wenn die implementiert werden, wenn die wieder reinkommen, mit dem Ansatz, den der Reis den Leuten jetzt reingedrückt haben, dieses Kampfeswillen, wenn er das noch schafft, diese Leute weiter zu motivieren, mache ich mir keine Gedanken. Ich hatte das eben schon mal reingeschrieben. Ja. In den 2006er bis 2010er Jahre haben zum Teil 31 Punkte gereicht, um in der Liga zu bleiben. Und glaube ich, letztes Jahr oder vorletztes Jahr waren es auch 33 Punkte, die gereicht haben. Also wir sollten das nicht so weit wegstecken. Wir schaffen das. Ich bin ganz, ganz positiv gestimmt und ich sehe da auch kein Problem. Selbst der Schwollo, wenn der sieht, dass das jetzt vorne besser klappt, der ist in letzter Zeit auch besser geworden. Es ist eine Niete, klarer Fall, sonst hätte er ja bei Hertha gespielt. Aber der wird auch besser. Und glaub mir, der kann ja was, sonst hätte der damals in Freiburg nicht diese tolle Leistung gebracht. So, das war's jetzt. Gebe ich absolut recht, das wäre so meine Idealvorstellung, eigentlich das, was wir haben, so einzusetzen, dass es funktioniert, was es auch kann, denke ich. Und dadurch spart man sich einiges an Geld und kann das dann eher im Sommer, wenn es darum geht, da wir ja natürlich die Klasse gehalten haben, die Spieler, die wir geliehen hatten, eventuell zu halten oder sich dann anderweitig umzuschauen. Genau. Der Francesco, der sieht halt manchmal ein ganz bisschen verbissen.
Muss lockerer werden. Ist ja noch ein junger Kerl, ne? Also mit meinen über 70 Jahren, mit meinen über 70 Jahren habe ich vieles erlebt und ich weiß, in der Ruhe liegt die Kraft, ja? Nicht so stark, nicht nur einfach sinnlos agieren, sondern mit Plan. Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht, was da jetzt zur Zeit läuft. Wir sollen uns auch nicht selber schlecht reden. So schlecht sind wir gar nicht. Ich habe das selber gesehen, die letzten 3,5 Spiele, die wir da gemacht haben. Da waren so viele tolle Ansätze dabei, die haben wir in 10, 11 Monaten vorher beim Kramer nicht gesehen. Nicht eine davon. Richtig. Absolut richtig, ja. Recht. Aber verbissen heißt nicht bei mir, ich rede alles schlecht. Ich habe ja nicht immer alles schlecht geredet. Ich habe nur geredet, wenn wir weiter so spielen unter Kramer, hast du keine Chance, die Liga zu halten. So, da kam der Trainerwechsel. Und der Trainerwechsel hat ein bisschen was geändert. Und ich bin 100% der Hoffnung und ich glaube auch dran, dass wir in der Winterpause anders auftreten werden und wir erstmal, das Ziel ist erstmal der 16. Platz. Und danach, über den 16. Platz, wäre wirklich noch Bonbon wert. Aber wichtig ist, wir müssen den 16. Platz schaffen. Und mit dem Reis sehe ich wieder Hoffnung, aber nicht mit diesem Torwart im Tor, weil du brauchst als Mannschaft einen sicheren Torwart. Und wenn du keinen sicheren Torwart hast, der Basti, der Lohne weiß das, der ist selber Torwart, ist die Abwehr auch nicht sicher. Und wenn die Abwehr nicht sicher ist, wird der Torwart auch noch unsicher. Und bei dem Torwart, sorry, der wird uns dann die Punkte wirklich nicht einfahren, die wir holen, weil du siehst bei anderen Vereinen, wie der Torwart, wie wichtig ein Torwart ist, der dir auch manchmal ein 1-1 und ein 2-1 hält. Und das haben wir nicht bei dem, sorry, haben wir nicht beim Schorlauf. Und mit dem Torwart sehe ich da nicht, der muss raus, für mich muss er raus. Ich sehe da auch nicht, wenn wir mal einspielen. Wir haben auch gegen Mainz gewonnen. Schorlauf hat nichts aufs Tor kassiert, da war der glücklich. Da war, glaube ich, der glücklichste Mensch der ganzen Welt, dass er nichts aufs Tor gekriegt hat. Gegen Bayern sage ich noch immer, beim 1-0, versuch doch mal mit dem Fuß, den linken Fuß mal zu bewegen. Vielleicht kannst du mit dem Fuß ab. Jeder Torwart hätte den Fuß mit dem Fuß abgewehrt. War jetzt nicht ein Ball, der jetzt schwierig zu halten war. Aber trotzdem, ich bin verbissen, weil ich will unbedingt gewinnen. Ich wollte auch unbedingt gegen Bayern gewinnen. Ich will jedes Spiel gewinnen. Nur bei mir ist das so, ich reg mich dann auf, wenn ich diese individuelle Fehler sehe von den Spielern, was die immer machen, wo ich mir denke, ey, hättest du mal aufgepasst, wäre das nicht passiert. Und dann bin ich so verbissen und sage, nee, der muss weg, der muss weg. Klar, wenn ich älter werde, vielleicht werde ich auch ruhiger. Warst du in dem Alter, in meinem Alter, ruhiger oder warst du auch so verbissen, Morfisch? Möchte ich gerne wissen. Nee, kann ich dir keine ehrliche Aussage darüber machen. Also ich bin immer Hans Dampf in allen Gassen gewesen und mir konnte gar nicht schnell genug gehen und konnte gar nicht gut gemacht werden, sodass ich das also auch akzeptieren konnte. Deshalb sage ich, wir müssen ruhig sein. Die Telegitarre hat eben noch geschrieben, zwischendrin im Chat, dass die Körpersprache, der Freisel zum Beispiel, den wir vorher hatte, der hatte eine andere Körpersprache, die war etwas besser. Und da greife ich jetzt ein, selbst unser Schwollo hat in den letzten zwei Spielen, wenn er beobachtet hat, häufig mal die Abwehr angeschissen. Und er hat was gesagt. Und da kann man auch sehen, dass anscheinend an dem Torwart, von dem Torwarttrainer auch beim Schwollo gearbeitet wird. An seine Ausstrahlung, dass er ein bisschen mehr Schulter zeigt, ein bisschen mehr Selbstbewusstsein kriegt, ein bisschen mehr Ellenbogen. Und ich meine, das könnte man da auch erkennen. Wie der Telegitar hat das zwar eben ganz gut gesagt, der Freisel hatte das zwar, aber der ist ja auch so eine Klatsche. Guck da, was der da jetzt macht. Das ist ja. Er ist zwar nicht schlecht, aber hat immer wieder Aussetzer. Haben wir überall. Haben alle anderen Vorgänge gemacht. Guck dir alte Filme an, wo unsere besten Torwarte, die wir hatten, im Fußballtor waren. Egal wer es war, ob es der Kahn war, alle hatten sie Aussetzer mal gehabt. Alle mal. So, und wir sind doch in einer Situation, dass wir doch im Grunde genommen in der Tasche nichts haben, aber etwas wollen, das geht nicht. Wir müssen mit dem zurechtkommen, was wir haben. Und das kann sein, dass das noch 2, 3 Jahre dauert, bis wir aus dem Loch rauskommen. Wir werden immer kämpfen müssen, aber ich mache mir keine Gedanken, dass wir nicht den 15. Platz erreichen. Da mache ich mir überhaupt gar keine Gedanken. Wir glauben dran, wir schaffen das auch. Wir schaffen ja, das sicher. Auch. Sicher doch. Ich glaube dran. Das sind doch nur 5 Punkte. Das sind 2 Spiele, hast du alles wieder aufgeholt.
Ach, das sind noch viele Punkte. Wir überlegen mal, wir haben noch nicht mal die Hinrunde zu Ende. Wir haben ja gerade genau. erst 15 Spiele gemacht. Jetzt stehen noch 19 Spiele aus. Und in 19 Spiele nimm die Punkte, die wir haben, rechne mal bis 35. Der Rest, die Differenz, die dazwischen ist, die werden wir doch in 19 Spielen machen. Wir müssen auch die direkten Spiele gegen die Konkurrenten auch direkt gewinnen. Ja, ich bin überzeugt davon. Also ich bin also an sich ein Skeptiker von vornherein. Also wenn mich manch einer fragt, wie machen wir das Spiel jetzt, können wir das gewinnen oder nicht, sage ich, ich will, dass wir das gewinnen, aber mein Inneres sagt mir, wir werden es höchstwahrscheinlich verlieren. Ja, so. Und das sind dann so Sachen, da kämpft man mit sich. Das Ratio, nicht? Also das, was ist jetzt wirklich, was man rationell jetzt überlegt, und dann die Leidenschaft. Die Leidenschaft sagt, Schalke darf nicht verlieren. Aber mit diesem Gespaltenen ist das Loch nicht so tief, wo ich dann reinfalle. Wenn wir dann verlieren, das hatte ich ja im Kalkül, dann sage ich, okay, dann ist das halt eben so, aber beim nächsten Mal wird es besser. So muss man denken, so muss man kämpfen. Ja, ist richtig. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu lange gelangweilt hier. Überhaupt gar nicht. Nein. Überhaupt gar nicht. Absolut nicht. Ach so, ich hatte noch, im Übrigen, ich hatte das, wir hatten beim letzten Mal, wo ich dann also mal hier drin war und wo es geklappt hat, also danach hat es ja ein paar Mal nicht geklappt, wegen meiner uralten Technik hier. Ihr dürft ja gar nicht sehen, was ich hier stehen habe. Das sind ja Rechner, die ja selbst Windows nicht mehr unterstützen. Hatte ich da gesagt, der Andreas hatte da auch drauf einen Kommentar abgemacht, dass ich also mir das im Grunde genommen gar nicht mehr leisten kann, mit Schalke dahin zu fahren. Jetzt war das also, hat sich das aber ergeben, und ich hatte auch gesagt, mein Sky-Abo nutzt mein Sohn mal mit, und ich nutze von meinem Sohn mit das Dazn-Abo, obwohl er in Rheinland-Pfalz wohnt. Nutzen wir das dann. Mein Sohnemann hat mir vor 6 Wochen auf jeden Fall geschenkt einen Besuch auf Schalke. Wir waren auf Schalke gewesen. War mal wieder eine große Freude für mich, mal da zu sehen. Wir haben zwar verloren, aber das macht nichts. Es war ein tolles Erlebnis, und da zehrt man von. Wer aus der Arena rausgeht und kein Gefühl der Glückseligkeit hat, der braucht überhaupt gar nicht hingehen. Der ist gar nicht geeignet dafür. Ne? Das ist eine feine Sache. So ist es. Ja. Das ist wie eine Kirche. Das ist so. Aber ich wollte sagen, nach langer Zeit mal wieder, mein Sohnemann hat über seinen Fußballverein, den er da hat in Rheinland-Pfalz, wo er selber spielt, hat er von dem Vorsitzenden 2 Freikarten gekriegt, weil er das sich erbeten hat, sagt er, ich möchte mit meinem Vater mal, und da haben die ihm 2 Freikarten gegeben. Da haben wir der Nordkurve oben in den Sitzplätzen gesessen und super Sicht gehabt, 100 pro. Gegen Bayern war das, ne? Ja. Achso. Und ist dein Sohn auch so ein richtiger Schalker-Fan, oder ist er... darf man ja gar nicht erzählen. Also mein Sohnemann war als Kind, warum auch immer, ein Dortmund-Fan. Weiß auch nicht, hat immer Dortmund, das fand er gut. Da war er 4 Jahre oder sowas. Und dann hat meine Frau gesagt, hör mal, lass uns doch mal Bettwäsche für den in den Vereinsdings bestellen. Und da habe ich dann Bettwäsche von Schalke bestellt. Ja, klar. Und mein Sohnemann war erstmal enttäuscht, aber dann hat er in Schalke Bettwäsche geschlafen. Und das war die Geburtsstunde dafür, dass mein Sohnemann dann auch ein eingefleischter Schalker ist. Genau wie meine Frau, ich, meine Verwandtschaft. Ich habe ja schon mal erklärt, ich habe ja Verwandtschaft seit meiner Frau, die wohnen in Erle. Alles Schalker, die sind, da gibt's gar nichts. Das ist Schalke, und das ist bei uns so. Es gibt nur Schalke. Und er hat immer nur alles von Schalke gekriegt. Seine erste Uhr war eine Schalke-Uhr, die ersten Mützen waren eine Schalke-Uhr. Und wenn der hier bei uns im Ort im Fußball gespielt hat, hatte der natürlich sein Fußballtrikot an. In der Kabine nachher, wenn er rausging wieder nach Hause, hatte er Schalke an. Wir sind alles Schalker hier, durch und durch. Sehr ordentlich. Soll doch mal einer sagen, Seelen kann man nicht retten. Ja, natürlich. Ich finde das eine ganz Leistung. Absolut. Man nicht nur reden, man muss es machen. Ne? Wo verscheißt ab heute der Exorzist? Welche Position spielt dein Sohn im Verein?
er ist ein Defensor, also er ist ein Abwehrspieler. Ja? Er hat eine Größe von 1,93 Meter oder so. Aber er schießt auch hin und wieder natürlich ein Tor, obwohl er also ziemlich zentral in der Abwehr spielt. Ne? Welche Liga spielt er in der Pfalz? Ja, er hat schon in der Bezirksliga gespielt. Dann hat er dann später in der Kreisliga. Und dieser Verein, in den er da jetzt gegangen ist, ist neu gegründet. Ah, schön. Vor anderthalb Jahren. Die müssen mit Freunden und so bestimmt, ne? Bitte? Mit Freunden und Kollegen zusammen, oder? Ne, als er da hingekommen war, war der schon gegründet. Ah, okay. Die haben sich aus anderen Vereinen neu gegründet, vor 2,5 Jahren da oder so. Und da ist er dann nach reingegangen, erst vor einem Jahr in diesen Verein. Und die fangen ja erstmal unten wieder an. Und die ist ja jetzt in Kreisliga C, sind sie, glaube ich, oder Kreisliga D. Egal, außer der hat Spaß am Fußball, das zählt. Ja, da ist das Wichtigste immer noch der Bierkasten. Ne? Genau, machen die immer nach dem Spiel den Bierkasten oder auch nach dem Training? Ja, ne? Ja, das muss sein. Und jeder, der Mist macht beim Spiel oder der da oder neu erste Tor schießt, muss wieder was zahlen. Das ist so ein richtiges Kreisliga-Niveau. Schön, unser Verein, in unser Verein, wo ich hier wohne, ja, im Sauerland, der spielt in der Verbandsliga. Es nennt sich ja hier Westfalenliga. Der Westfalenliga. In dem Verein hat er auch gespielt, wie gesagt, aber da waren die noch etwas niedriger gewesen und ist schon 10 Jahre her. Also mittlerweile, wie gesagt, ist er verheiratet, hat Kinder und ich habe ja Enkel und wohnt in Rheinland-Pfalz. Okay. Bestell mal deinen Sohnemann viele Grüße aus dem Ruhrpott hier, aus Amerika. Ne? Ja. Ja, natürlich. Ja, ich linke ja immer. Also ich tue ja nicht nur immer hier teilen, Daumen hoch machen und Abo habe ich ja sowieso, sondern ich tue auch immer teilen in Facebook und so. Das Teilen ist ja auch wichtig, damit wir hier mehr Publikum bekommen. Ne? Danke dir, Morflash, danke dir. Ja, vielen, vielen Dank. Absolut Hammer. Ja, richtig. So, ich gehe jetzt wieder ein bisschen zurück. Ich habe euch jetzt hier eine halbe Stunde allein unterhalten. Kein Problem. War es wert. Das stimmt. Ist schön, mal solche Geschichten auch zu hören, dass der Sohn erst Dortmund-Fan war und dann hat der Vater und die Mutter gesagt, jetzt reicht's. Bettwäsche fertig, jetzt bist du Schalker. Ja, ich habe immer gesagt, damals während den Anfängen, ne, bevor das richtig drin sitzt, dann kriegst du ja nicht mehr wieder los, sowas, ne? Hast du mal eine Zecke im Arm, ist schwierig, die loszuwerden. Muss Butter drauf. Kannst du dir vorstellen, was für Abend das werden, wenn Derby wäre, dein Sohnemann ist nur Dortmund-Fan, du Schalker? Oh. Da ist also dann häusliche Gewalt auch verständlich. In der Familie klappt das schon. Wenn es außerhalb manchmal ein bisschen anders ist, aber sieht man ja häufiger. In der Familie klappt das. Die Ehefrau und der Ehemann unterschiedliche Vereine anhängen. Aber das in der Familie funktioniert das, wenn man sich zusammenreißt. Da geht keine Ehe von auseinander und keine Familie zerbricht da dran. Es ist schon was anderes beim Nachbar, sag ich mal. Da kann das schon eher sein. Wenn der Nachbar dann, sag ich mal, eine Gladbach-Fahne hochzieht, verstehst du? Ja, und dann, das ist ja schon ein Ding dann wieder, ne? Obwohl ich die Gladbach-Fahne ja noch akzeptiere, ne? Das geht dann noch, aber die bestimmten anderen Farben, das wäre dann schon reine Provokation. Richtig. Da kommt dann der Nachbarschaftskrieg mit so diesen Airsoft-Pistolen, mit diesen Farbbällchen da. Da könnte man noch was machen. So ist das. Gut, okay. Ich sag mal tschüss, ich gebe wieder den Hintergrund und sag tschüss bis zum nächsten Mal dann erstmal, ne? Alles klar, danke dir. Vielen Dank, dass du da warst und nochmal schöne Grüße in die Pfalz und auch dein Sohnemann. Ja, werden wir machen, alles klar. Ciao. 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 So was ist immer schön, wenn man hört, ne, was andere Leute oder Kinder, wie man Schalke wird, ne? Wäre mal eine interessante Sondersendung für Schalker Dreisel zu machen. Leute einzuladen, bitte in den Chat zu kommen, die halt, sagen wir mal, über 70 sind und solche Geschichten mal erzählen. Ich finde sowas absolut Hammer. Ich finde sowas absolut interessant. Jetzt ist er weg. Da ist er wieder. Nein. Ich habe aus Versehen was gedrückt. Warum? Ich weiß es nicht. Wenn jetzt, ist jemand noch im Chat, der mit uns reden will? Das macht richtig Spaß. Nee, wir sind auch über der Zeit. Ah, oh, jo, stimmt, habe ich gar nicht gemerkt. Das geht heute schnell.
Ja, es war auch heiße Themen. So heiß, das dass stimmt. man das Fußballstadion runterkühlen muss in Katar. Ralles Zeit ist zu Ende, leider. Richtig gut war er in Frankfurt. Ich weiß es nicht. Also ich bin mit Schwolle auch nicht jetzt zufrieden. Aber die einzige Chance von außen wäre, jemanden zu finden, der jung ist, Feuer hat und sofort ein Mega-Torwart ist. Und den haben wir nicht. Den werden wir auch nicht kriegen. Ja. Ja. Ich sage immer wieder, Häkkinen ist meine einzigste Hoffnung. Häkkinen. Ich höre dich nicht. Du hörst mich nicht? Also jetzt höre ich dich wieder. Hörst du das? Ja, jetzt hört man dich wieder. Achso, gut. Alles klar. Nein, ich hoffe, dass der Häkkinen reinkommt, weil ich glaube an den Jungen. Ich glaube an den Jungen. Häkkinen, lass dich mal eben kurz kicken. Das hört sich aber auch schöner an. Der Häcke ist im Tor. Der Häcke. Häcke. Ja, stimmt. Häkkinen, ne? Schalke. So, der ist von... Wo ist er geboren? Boah, das weiß ich jetzt nicht. Da musst du gucken. In Veen. Also der ist Holländer. Oder was? Häkkinen. Der Name sagt doch schon. Häkkinen. Häkkinen. Nee, der ist deutsch. Der ist deutsch, okay. Wie kommt es dann auf Holland? Aber hört sich aber trotzdem Holland an. Häkkinen. Ja, hallo, ich bin der Häkkinen, ich bin von Holland. Dag. Möchtest du etwas Kippeling haben, aber let op Trempels. Sonst fällst du von der Fietsen. Von der Brummfietsen. Viele schreiben den Ortega wiederholen. Ich weiß nicht, was die alle mit Ortega haben. Der ist doch bei City. Ja, der muss auch erstmal wollen. Ist ja jetzt nicht so, dass sie sich alle drum reißen. Wohl? Häkkinen ist auch Schalke-Fan. Ich dachte, er wäre Formel-1-Fan-Rennfahrer. Ach nee, das war Häkkinen. Ja, Häkkinen. Ja. Marktwert 250.000. Da ist noch Raum nach oben. Aber sehr viel Raum nach oben, ne? Ich kann zu dem echt nichts sagen. Ich kann dazu nichts sagen. Ich möchte das nicht. Ja. Okay. Ich muss. Das war's dann. Ich muss auf Klo. Ne? Okay, das war's. Ich verabschiede mich schon mal. Ich sag mal, Buonanotte, Glück auf, danke, dass ihr zahlreich wieder da wart. Und es hat richtig Spaß gemacht. Sind wir nächsten Mittwoch da? Ja, ne? Egal ob jetzt. Ja. Ja. Ich bin auch wieder da, auch nächste Woche Montag wieder auf meinem Kanal bin ich wieder anwesend und jeden Mittwoch wieder da, 20.30 Uhr. Und man hört dich nicht. Ja, ich sage auch nichts. Achso, ich habe gedacht, du hättest was gesagt. Nein. Ja, gerne einen Daumen da lassen. Danke, dass Sie hier waren, ne? So zahlreich auch. Wir hatten fast, weiß ich nicht, 160 Leute oder so. Echt cool. Abo wäre schön. Glocke, bim, 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 bla, bla, bla. Strill liken wäre auch schön. Jeden Mittwoch mit Francesco. 20.30 Uhr. Und der Telefonjoker ist ja da. Ihr müsst euch nur da anmelden, dann können wir quasseln. Ja, nächstes Mal haue ich den Stream-Link auch gleich wieder, den Discord-Link gleich am Anfang rein, dann weiß man Bescheid. Ja, möchtest du noch was sagen, Francesco? Ich sag nur, Buonanotte, Glück auf, danke, dass ihr da wart. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Und genau das sage ich auch. Gute Nacht, Glück auf, ganz herzlichen Dank nochmal an alle und wir sehen uns dann nächsten Mittwoch, wenn ihr Bock habt.